بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich werde inshallah, so wie angekündigt, heute inshallah zwei Themen behandeln. Wir werden inshallah weitermachen in dem Buch Die großen Sünden. Und wir werden inshallah auch über Bildung im Islam sprechen, beziehungsweise über die Wichtigkeit der Bildung im Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und inshallah, ich überlege gerade, womit ich anfangen soll. Inshallah, ich denke, ich fange einfach mit dem Thema Bildung im Islam an, inshallah, und danach kann ich über das zweite Thema sprechen, über die Sünden oder das Buch von Imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, die großen Sünden, Kitabu al-Kabair. Und inshallah fangen wir damit an. وجزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Liebe Geschwister im Islam, Bildung ist eine sehr, sehr gewaltige Sache im Islam. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Bildung und die Gebildeten. Und Allah azza wa jalla hat uns in seiner Religion uns dazu bewegt, dass wir lernen. Weil Bildung sehr, sehr wichtig ist. Weil Bildung Macht ist. Und natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Bildung. Und jetzt hat sowieso gerade die Schule angefangen. Und die Schüler, die Studenten, die beginnen jetzt ein neues akademisches Jahr. Aber ein Muslim ist immer dazu angehalten, dass er lernt. Und zwar so wie Imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, sagte, einer der vier großen Rechtsschulgelehrten, Imam Ahmed ibn Hanbal, er sagte, mit dem Schreibrohr bis ins Grab. Ja, mit dem Stift bis ins Grab. Ja, wir lernen, bis wir sterben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, subhanallah, dass wir, was wir im Islam haben, dass wir nicht im Islam einfach nur lernen, weil es eine Schulpflicht gibt. Ja, weil man nur lernt wegen einer bestimmten Sache, die man erreichen möchte im Diesseits und daraufhin, dass wir alles, was mit dieser Bildung oder mit allgemeiner Bildung zu tun hat, so wie es ja nicht viele Menschen haben mit Bildung in den ersten 15, 20 Jahren ihres Lebens zu tun und danach haben sie nichts mehr damit zu tun, bis sie ins Grab gelegt werden. Aber im Islam ist das nicht der Fall und ehrlich gesagt, der Islam hat eine sehr, sehr starke oder bringt uns eine sehr, sehr starke Verbindung zur Bildung. Ja, zwischen dem Islam und der Bildung ist eine sehr, sehr starke Bindung. Und das sehen wir daran, dass als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie er überliefert wird, bei Imam Ahmed ibn Hanbal, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Höhle von Hira gegangen ist und dann an einem Tag dann Jibril alayhi salam, der Erzengel Gabriel alayhi salam, zu ihm kam und dann ihm die ersten fünf Verse von Surat Iqra lehrte und er sagte zu ihm als allererstes, der allererste Vers, den wir auch alle kennen natürlich und wie Allah zu seinem Gesandten sallallahu alayhi wa sallam gesprochen hat und dieser Vers war der Befehl Iqra. Iqra, lies im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Ja, also der allererste Vers war lies. Ja, und im dritten Vers, glaube ich, الذي علم بالقلم. Und er hat beigebracht oder er hat den Menschen gelehrt, womit? Mit dem Schreibrohr, mit dem Stift. Ja, weil es eine der wichtigsten Dinge ist, mit denen man lernt. Und das ist im Allgemeinen, im Islam natürlich bekannt, dass der Islam uns dazu aufruft, oder dazu bewegt, dass wir lernen, uns Wissen aneignen. Und das sehen wir natürlich ganz, ganz klar anhand von vielen Versen im Koran, wie Allah Azza wa Jal die Gelehrten lobt.
und die Wissenden lobt oder die Unwissenden tadelt. Ja, Allah sagt im Koran zum Beispiel: Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Sind etwa diejenigen gleich, die verstehen, die Wissen haben und diejenigen, die kein Wissen haben? Ja, die sind nicht gleich. Ja, und deswegen, es gibt sehr viele Ayats und sehr viele Verse im Koran, wo er uns Allah Azzawajal zeigt, dass Wissen etwas sehr Nobles ist, ja, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und und das ist eine Sache, die natürlich ist, ehrlich gesagt, die ganz, ganz klar ist. Warum? Weil der Islam einfach eine perfekte Religion ist. Eine perfekte Religion mit einer perfekten Scharia, mit einer perfekten Gesetzgebung von einem perfekten Herrn, von einem perfekten Schöpfer, ja, von einem fehlerfreien und mangelfreien oder einen Herrn ohne Mangel, ohne Fehler, ohne irgendetwas Negatives, ja, einfach perfekt. Und von ihm kommt nur Perfektes und nur Sauberes und nur Reines. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah ist rein und er akzeptiert nichts außer Reines. Und deswegen, liebe Schwester, ist es wichtig für uns, dass wir wissen, dass wir, inshallah, uns versuchen müssen, immer Wissen anzueignen. Nicht nur unsere Kinder, nicht nur unsere Nachkommen, sondern auch wir als Erwachsene, egal in welchem Alter wir sind, dass wir versuchen. Ja, und dass man nicht sagt, ich bin zu alt dafür. Dass man nicht sagt, weil ein Muslim, der ist nie zu alt zum Lernen. Ja, und man kann immer lernen. Und man kann immer besser sein, als man vorher war. Ja. Und Allah Azul hat uns erschaffen, so wie Allah sagt im Koran. Er hat uns erschaffen aus den Bäuchen unserer Mütter und wir wussten gar nichts. Ja? La ta'lamuna shay'a. Ihr wusstet gar nichts. Und so hat uns Allah Azul erschaffen und man lernt. Und es ist keine Schande, nicht zu wissen. Ja, es ist keine Schande, nicht zu wissen. Aber es ist eine Schande, immer unwissend zu bleiben. Man weiß vieles nicht, das ist kein Problem. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagte über seinen Propheten oder er sagte zu seinem Propheten in den schönen Versen von Wadduha, in der Surah Ad-Duha, Wadduha und dann sagte Allah Azzawajal, ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Ja? Und hat er dich nicht erschaffen oder hat er dich nicht, also hier im wortwörtlich steht, fehlgeleitet. Hat er dich nicht fehlgeleitet vorgefunden und dann hat er dir das Wissen gegeben und die Rechtsleitung gegeben. Und natürlich ist aber hier im Tafsir, in der Erklärung dieser Verse, ist nicht damit gedacht oder ist nicht damit es ist nicht so, dass Allah also damit meint, hat er dich nicht gefunden, o Muhammad, als Irregeleiteter? Nein, dass er nicht die Tafasil von der Religion kannte. Ja, er ist zu Ghar Hira gegangen, er ist zu dieser Höhle gegangen und hat von seiner Fitra, von seiner natürlichen Eigenschaft, wie Allah ihn erschaffen hat, wie Allah ihn erschuf, hat er gewusst, dass es gibt nur einen Schöpfer. Aber er wusste nicht ganz genau, wie er ihm dienen soll, auf welche Art und Weise er ihm dienen soll. Ja, wie er beten soll, wie er ihm gedenken soll, was er sagen soll, was er machen soll, ganz genau. So wie es Allah liebt und wohlgefällt. Und das hat ihm Allah Azul dann beigebracht. Ja, das heißt, in diesem Vers hier hat dich dein Herr nicht irregeleitet vorgefunden. Damit ist nicht gemeint, dass Muhammad irregeleitet war. Nein, dass er die Einzelheiten der Religion nicht kannte. Ja? Und dann hat sie ihm Allah beigebracht, sodass er uns ein Lehrer ist und uns diese und der ganzen Menschheit diese Sachen beibringt. Ja? Alle Sachen, die einem nützlich sind für sein Diesseits und für sein Jenseits. Und deswegen, liebe Geschwister, ist eine ganz, ganz klare Sache, warum das auch wichtig ist, weil man sich mit Wissen nützlich ist, sich selbst und anderen, sich selbst und den Menschen, mit denen man lebt, sich selbst und der Gemeinschaft oder der Gesellschaft, in der man lebt. Ja, man nützt sich und man nützt den anderen. Und das bringt dich dann dazu, dass du zu den Besten der Besten gehört. Und deswegen sind auch die Propheten die besten aller Diener, die besten aller Geschöpfe, weil sie sind die nützlichsten für alle anderen Menschen. Ja?
die sind die nützlichsten für alle anderen Menschen gewesen, weil sie die zur Rechtleitung eingeladen haben, ja, zur Wahrheit eingeladen haben, sie vor jedem Schaden und jedem Übel gewarnt haben und gewarnt haben oder geschützt haben, ja. Warum? Weil sie haben das mit ihrem Wissen gemacht, mit dem Wissen, was Allah ihnen gegeben hat. Und deswegen finde ich, dass das sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir das verstehen, dass wir wissen, dass Bildung eine der wichtigsten Sachen, oder dass es eine der oder die wichtigste Sache ist, die man sich aneignen muss als Muslim, ja, muss. Und wir wissen alle den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, Talabul Ilm, nach Wissen zu streben, ist Farida ala kulli Muslim. Aber kamal qala alaihi salatu wasalam, nach Wissen zu streben ist eine Pflicht für jeden Muslim, ja. Natürlich gibt es ein Wissen, was Pflicht ist für jedermann, und ein Pflicht und ein Wissen, was nicht für jedermann ist, ist Fardu Kifaya. Also es reicht, wenn einige Muslime das lernen. Zum Beispiel, man muss wissen, wie man betet, weil man beten muss. Ja, man muss wissen, wie man Hajj macht, wenn man zu Hajj geht. Man muss wissen, wie man fastet, weil man ja fasten muss im Ramadan. Ja, und so weiter und so fort. Also man muss, wenn man zum Beispiel Business machen will, wenn du Geschäfte machen willst und ein Geschäft öffnen willst, musst du dir das Wissen aneignen über diese Tätigkeiten. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, Barakallahu fikum, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache für uns, dass wir Barakallahu fikum, möge Allah dich leben, Achim, Barakallahu fikum. Und deswegen ist es eine Sache, die wir, inshallah, verstehen müssen und versuchen müssen, es auch weiterzugeben an unsere Kinder, an unsere Geschwister und im Allgemeinen. Wenn wir aber dann zu diesem, was das jetzt das Wissen angeht, zum Beispiel, wenn wir jetzt reden würden mit den Kindern, mit den Jugendlichen, besonders den Jugendlichen und den vielleicht schon Erwachsenen, die jetzt die weiterführenden Schulen besuchen oder wenn die jetzt zum Beispiel studieren, ja, dass wir ihnen ganz, ganz besondere bestimmte Ratschläge mit auf den Weg geben, die sehr, sehr wichtig sind. Als allererstes, liebe Geschwister, ist das Wichtigste, dass wir eine reine Absicht haben, wenn wir lernen und wenn wir studieren. Warum? Weil das Lernen, ja, das Lernen und das Studieren ist Wissen, was dir nützt, was nützlich ist für dich und für, inshallah, auch für die anderen. Und somit ist es eine Ibadah, eine Anbetung. Und jede Anbetung benötigt eine reine Absicht. So wie der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, im Hadith, der Sahih ist natürlich, den ihr alle kennt, von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, überliefert im Bukhari und Muslim, er sagte, ja, die Taten sind entsprechend der Absichten und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass derjenige, der lernt und studiert, besonders natürlich die Älteren, die kleinen Kinder vielleicht, die zum Kindergarten gehen oder die werden das vielleicht nicht so, vielleicht noch nicht so verstehen, aber wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, kann man ihnen das auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass man die fragt, warum? Warum lernst du? Warum studierst du? Ja, damit man auch eine reine Absicht hat oder eine gute Absicht hat, sodass man auch während dieser Zeit belohnt wird. Dass man nicht nur daran denkt, ey, ich will das und das studieren, damit ich einfach viel Geld habe. Ja, weil dann hast du einfach, du machst einfach das. Während dieses Studiums hast du aber keine Belohnung. Ja, hast du einfach gar nichts. Du nimmst Wissen und vielleicht wirst du aber gar nicht diesen Beruf ausüben, weil du krank wirst, weil du stirbst, weil irgendwas passiert, möge Allah bewahren und möge Allah Azzawajal alles Übel von den Gläubigen fernhalten. Aber diese Zeit ist verloren gegangen, letztendlich. Ja, wenn es nicht dazu kommt, auch wenn es dazu kommt, ist diese Zeit in dem Sinne verloren gegangen, weil man sie nicht voll ausgenutzt hat, weil es einfach nur etwas ist, was easy ist. Ja, es ist einfach die Absicht, die man im Herzen hat. Ja, die man im Herzen hat. Du beabsichtigst einfach, okay, ich studiere jetzt zum Beispiel Medizin, ich studiere jetzt zum Beispiel Sprachen, ich studiere jetzt was auch immer, ja, etwas anderes. Aber gleichzeitig beabsichtigst du damit, dir und der Gesellschaft nützlich zu sein, Nutzen zu bringen für die Gesellschaft, dass du ein Arzt bist, dass du Menschen helfen kannst. Auch wenn du Geld verdienst damit, gleichzeitig Geld verdienst. Aber trotzdem tust du eine Tat, die Allah Azzawajal liebt. Du bist nützlich für die Menschen. Und Allah Azzawajal liebt extrem, dass man nützlich ist für andere. Ja, liebt es extrem. Und deswegen den Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, den gibt es auch in verschiedenen Versionen. Ja, aber die einfachste Version vielleicht, oder eine Version, die bekannt ist, Khayrun Nas anfa'ahum linnas. Der Beste unter den Menschen ist der den anderen Menschen am nützlichsten ist. Ja, subhanallah.
Und deswegen, du bist sehr, sehr nützlich, wenn du ein Arzt bist, wenn Leute Schmerzen haben, wenn Leute Leid ertragen und du kannst ihnen dieses Leid nehmen. Extrem, eine der höchsten Formen von Nutzen. Ja, noch nützlicher als das, wenn du ihnen beibringst, was sie näher zu Allah bringt, was sie ins Paradies bringt, was sie bewahrt vom Höllenfeuer. Wenn du ihnen einfach beibringst, wenn du sie zum Islam rufst, wenn du sie zur Wahrheit rufst, wenn du sie zum Islam oder zum Paradies rufst, ist die höchste Form von nützlich sein und von Nutzen bringen, ja, den anderen Menschen. Und du kannst auch Nutzen bringen, indem du Sprachen beibringst, indem du Arabisch beibringst, indem du ja, nee, allgemein Nutzen bringst für die anderen. Egal in welcher Hinsicht, ja. Die höchste und die beste, der größte Nutzen ist der Nutzen vom Jenseits. Aber auch Nutzen vom Diesseits, wie zum Beispiel Medizin oder anderen Berufen, ist auch sehr, sehr nützlich, weil wir das alle brauchen. Ja? Oder zum Beispiel von Landwirtschaft, aber nicht von der Landwirtschaft, die heute betrieben wird. Dass wir heutzutage, leider, und wir sitzen alle im gleichen Boot, wir essen alle einfach nur, ganz ehrlich, also die meisten natürlich von uns, und ich bin auf jeden Fall, ich kann mich leider, leider nicht davon freisprechen, wir essen einfach nur Schrott und Müll. Ja? Alles, was wir essen, ist einfach nur Schrott. Alles nur Chemie. Alles nur Zucker, alles nur Farben, alles nur Konservierungsstoffe und jede Menge Müll, subhanallah. Ja, wir essen einfach nur, die Tiere, die wir essen, sind einfach vollgestopft mit Anabolika und mit allem, was, subhanallah. Ja, und wenn du dann zum Beispiel dir Nutzen aneignest über nachhaltige Landwirtschaft, über Permakultur, vielleicht sagt es euch nichts, vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber euch ein paar Videos anschauen, ja? Einfach nur um das Wissen, subhanallah, das ist ein großer Unterschied, was heutzutage betrieben wird, dass diese Bauern in Afrika, in Asien und so, die werden arm gemacht und diese Erde wird zerstört, ja, mit diesen ganzen Chemikalien etc. Aber warum? Die Leute schauen, diese reichen Menschen und der Westen und die ganz großen Konzerne wie Nestle etc., die schauen einfach auf ihre Profite, ja? Ohne, die gehen über Leichen, die machen einfach ihre Milliarden. Ob die Leute danach verhungern oder was auch mit denen passiert, interessiert die Menschen nicht. Warum? Weil sie gehen einfach über Leichen. Aber wenn du dir dieses Wissen aneignest und das vielleicht in die Tat umsetzt, und es gibt sehr, sehr viele Nicht-Muslime, die das machen, ja, ihr könnt sehr, sehr viele Videos auch finden auf YouTube über Permakultur. Das ist nur ein Beispiel, Jani. Nachhaltige Landwirtschaft. Ja, Landwirtschaft, das ist so eine Art, wo man dann am Ende so eine Art Bio-Essen hat oder vielleicht noch besser als Bio. Ja? Einfach alles natürlich und auf gute Art und Weise und die Tiere, wie sie behandelt werden und das alles einfach der natürliche Werdegang. Ja, und das alles, was wie es Allah Azzawajal erschaffen hat und es von uns verlangt, dass wir einfach kein Fassad, kein Unheil auf der Erde stiften. Ja, aber wenn du zum Beispiel dir so ein Wissen aneignest, als Beispiel nur, ja, und dieses dann implementierst in dein Leben oder auf deinem Bauernhof und dann das weitergibst an andere Menschen in Afrika und so. Und sehr, sehr nützlich, subhanallah. Ja, dass Menschen wieder gesund leben und gesünder werden. Warum sind diese ganzen Krankheiten, die wir haben und die jetzt verbreitet sind und diese ganzen, subhanallah, ja, es kommt davon, weil wir vollgestopft sind, einfach von Schrott und Müll, subhanallah. Ist einfach so. Wenn man sogar ein bisschen mehr. Ja, nee, wenn man sich ein bisschen da vertieft, dann weiß man, dass man, subhanallah, das kann vieles, ist wirklich dann islamisch gesehen kann eigentlich, wenn sich Gelehrte damit befassen, würden sie vielleicht viele Sachen als nicht erlaubt ansehen. Warum? Weil Allah Azzawajal sagt uns im Koran, ja, nee, dass wir essen sollen von den Tayyibat, von den guten Sachen. Ja? Und in Surat al-Kahf, am Anfang von Surat al-Kahf, die Leute, die Jugendlichen, die in der Höhle waren, als sie dann wieder aufgestanden sind nach 300 und so und so vielen Jahren, dann haben sie einen von ihnen geschickt, er soll rausgehen und für sie was für ein Essen holen? Azka ta'amen. Ja, Azka von Zaki, von Yani, von, er soll ihm von den besten, vom guten Essen, vom besten Essen holen. Ja, und damit war nicht gemeint, so was wir jetzt unter beste Essen kennen, einen richtigen fetten Burger mit Fette, keine Ahnung, Jalapenos und Ketchup, Mayo und keine Ahnung was. Nein, beste, yani, Azka, yani, vom, yani, das ist, das, ich weiß nicht, wie ich das mit welchem Wort ich es am besten jetzt übersetzen kann, aber einfach etwas Gutes, ein gutes Essen holen. Gutes, gesundes, nützliches Essen sollte er holen für sie. Ja, und das sind so Sachen, die im Koran, in der Sunna, subhanallah, immer hier und dort zu finden sind, ja. Wo man dann sehen kann, subhanallah, dass der Islam in jeglicher Hinsicht einfach perfekt ist.
Er ruft einfach zur Wahrheit, er ruft einfach zu allem, was perfekt ist, subhanallah. In jeglicher Hinsicht, auch hier, dass man sich Wissen aneignet. Auch zum Beispiel der Prophet Muhammad sallallahu, als er gefragt hat nach Al-Mazid, ja, dass er von irgendeiner Sache mehr bekommt, er hat niemals in seinem Leben yani, gefragt, oh Allah, gib mir mehr Geld, gib mir mehr Wohlstand. Er wurde sowieso gefragt und hat abgelehnt. Aber das Einzige, wonach er gefragt hat, ja, wonach er gefragt hat, dass er davon mehr bekommt von Allah, und er hat Allah also drum gebeten, es sind zwei Sachen. Einmal Wissen, oh Allah, gib mir mehr Wissen, ja. Oh Allah, ich bitte dich nach nützlichem Wissen. Einmal nach Wissen und einmal bei Milch. Milch, ja, weil Milch ja die Nahrung ist gleichzeitig. Aber die Milch natürlich auch, die damals war, nicht die Milch, die wir heute kennen, wo die Kühe schon vollgestopft sind mit Anabolika und mit Spritzen und mit, keine Ahnung, was, dass sie 700 Millionen Liter am Tag gemolken werden. Ja, wie, subhanallah. Aber wie auch immer, inshallah, wir wollen nicht über dieses Thema sprechen. Ich bin ein bisschen abgekommen vielleicht. Aber im Allgemeinen wollte ich einfach nur sagen, dass der Islam dazu ruft, dass wir eine reine Absicht haben. Eine reine Absicht haben, eine gute Absicht haben, wenn wir lernen. Warum? Lerne und dann bekommst du während des Lernens Belohnung. So wie, und das ist eine die beste Tijara, die beste Art, Business zu machen, die man machen kann, wenn man schlau ist. Und das ist die Art, Business zu machen von den Gelehrten. Die Gelehrten machen Business mit der Absicht. Wenn die schlafen, bevor sie schlafen gehen, sie haben einfach nur eine Absicht. Okay, also ich sage sie jetzt, die Absicht ist immer im Herzen, man sagt die Absicht nicht, ja. Aber ich sage sie jetzt, damit man versteht. Ja, der Gelehrte, er sagt in seinem Herzen, bevor er schlafen geht, okay, ich schlafe jetzt, um mich auszuruhen, um Kraft zu tanken, um morgen Allah wieder zu dienen. Ja? Weil er eine Absicht gemacht hat, dass dieser Schlaf ein Mittel ist, ein Mittel, damit er morgen dem Schöpfer wieder dienen kann, wird ihm dieser ganze Schlaf als Anbetung aufgeschrieben. Ja, das heißt, sein ganzer Schlaf ist Anbetung. Ja, weil er hat einfach beabsichtigt. Und unser einer, wir gehen einfach so schlafen, weil wir müde sind, weil Schlafen schmeckt, wenn man müde ist. Ja? Wir gehen einfach schlafen, subhanallah. Aber der Gelehrte, der geht schlafen und der sagt, ich gehe jetzt schlafen und ich will Kraft tanken, damit ich morgen Allah diene. Er bekommt die ganze Nacht, er ist am Schlafen und am Schlafen, ja, subhanallah, und er bekommt Belohnung aufgeschrieben für seinen Schlaf. Und wir schlafen und schlafen genauso und noch viel mehr und noch länger, aber wir bekommen keine Belohnung aufgeschrieben. Der Gelehrte, der isst, und wenn er frühstückt oder isst, ja, wir essen einfach nur, weil es Hammer schmeckt, wenn es Hammer schmeckt. Der Gelehrte, der, bevor er isst, er sagt sich in seinem Herzen, ich esse jetzt, damit ich Kraft tanke, damit ich Power habe, ich tanke jetzt einfach, um Gott wieder gedenken zu können und anbeten zu können. Und dann sein Essen. Er bekommt für sein Essen Belohnung. Wir bekommen für unser Essen weder Belohnung noch Strafe. Wenn es Haram wäre, natürlich würden wir ihn zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn es Halal ist, sagen wir mal im Halal-Zustand, im Halal-Bereich, dann isst du, aber du bekommst keine Belohnung. Deswegen ist die Absicht, liebe Geschwister, immer extrem wichtig. Und besonders bei dieser Sache. Jemand studiert 10 Jahre lang, 7 Jahre lang, ja mindestens 4, 5 Jahre an der Uni zum Beispiel oder wo auch immer, in der Hochschule, Fachhochschule, ja, dann er studiert und diese ganze Zeit kann er belohnt werden, wenn er die reine Absicht hat, dass er sich und den anderen, der Gesellschaft, den Menschen, den Bedürftigen, den Muslimen, im Allgemeinen, Muslimen, nicht Muslimen, nützen will, nützlich sein will, dann bekommt er Belohnung dafür. Deswegen ist die Absicht eine ganz, ganz besondere und eine wichtige Sache. Das zweite, liebe Schwester, was wir wissen müssen unbedingt, ist, dass wir versuchen sollen, nach nützlichem Wissen zu streben. Ja? Ich kann hier. Oh, dieses ist eine große. Ich kann jetzt gerade, ich versuche inshallah später auf die Frage einzugehen, Schwester, ja? Sonst würde mich das aus dem Konzept jetzt bringen, Barakallahu fiki. Und wenn ich es vergessen sollte, kannst du mir die vielleicht privat schicken. Und ich versuche darauf zu antworten, wenn ich darüber Wissen habe oder jemanden frage, inshallah. Das nächste, liebe Geschwister, ist, dass wir versuchen, wenn wir lernen, dass wir lernen und zwar nützliches Wissen, nach nützlichem Wissen streben. Ja, dass wir uns etwas, dass den Nutzen, den wir uns, den, das Wissen, was wir uns aneignen, dass das nützliches Wissen ist. Weil leider ist es heutzutage so, dass die Kinder oder die Jugendlichen
oder auch sogar Erwachsene oft einfach nur studieren und einfach nur lernen. Und sehr vieles von dem, was sie lernen, ist gar nicht nützlich und manchmal sogar schädlich, subhanallah. Ja? Und genau das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gesagt. Er sagte jeden Tag, subhanallah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Jeden Morgen sagte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Er sagte jeden Morgen, nach dem Morgengebet, könnt ihr auch alle sagen, eine wunderschöne Dua, eine der schönsten Sachen, die man, wonach man fragen kann. Er sagte, oh Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen. Allahumma inni as'aluka ilman, und er hat damit angefangen. Ja, damit angefangen. Und oft ist es so, dass wenn mit einer Sache angefangen wird, dass das die größte Sache oder die wichtigste Sache, die schönste Sache ist. Ja? Er sagte, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen. Wa rizqan tayyiba. Und dass mein Besitz halal ist oder mein Verdienst halal ist. Wa amalan mutaqabbala. Und Taten, die akzeptiert und angenommen werden. Ja? Also er hat Allah gefragt. Und er hat ihn gefragt als allererstes und ganz früh am Morgen, bevor der Tag anfängt, er hat ihn gefragt jeden Tag nach nützlichem Wissen. Deswegen, und er hat auch Allah Azzawajal vor allem eine Dua, die er auch gemacht hat, dass Allahs Gesandter, Allah darum gebeten hat, ihn zu bewahren, beziehungsweise er hat gesagt, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, ich bitte dich, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, das unnützlich ist. Also vor unnützlichem Wissen. O Allah, ich suche Zuflucht vor dir, unnützliches Wissen zu haben oder an mir anzueignen. Ja, dass er hat Zuflucht davor gesucht. Und leider ist es heute so, dass wir in einer Zeit leben, wo an Schulen sehr viel Unnützliches beigebracht wird, sogar Schädliches und Verbotenes und Schlechtes, und Zeit verschwendet wird, subhanallah, wenn man, subhanallah, diese Zeit nützen würde, diese ganzen 6, 7, 8 Stunden, wo die Kinder in der Schule sind, dass sie nützliches Wissen sich aneignen und das andere beiseite lassen. Subhanallah, ich denke, der Menschheit würde es viel, viel besser gehen. Und Allah musta'an. Und das sehe ich ehrlich gesagt auch, also jetzt hier, ich bin jetzt gerade in England, und hier in England ist es so, dass man Homeschooling machen kann. Also man darf seine Kinder zu Hause ihnen selber sie selber bilden oder sie selber lehren, unterrichten. Und es gibt es natürlich im Allgemeinen in den meisten Ländern auf dieser Welt, aber Deutschland ist leider eins der wenigsten, wo es derart zugeht, wie es halt derart zugeht dort. Ja, und subhanallah, und ich kenne viele Geschwister hier, die hier leben, die subhanallah, deren Kinder einfach zu Hause einfach mit den Eltern lernen, mit der Mutter, mit dem Vater. Und manche, subhanallah, haben Privatlehrer hier und dort. Aber subhanallah, manche von ihnen geben ihren Kindern einfach nur 2 Stunden. Ja? Sie unterrichten ihre Kinder 2 Stunden am Tag. Ja, 2 Stunden am Tag. Und es ist ausreichend für das, was unsere, oder sagen wir mal, die allgemein, die Kinder, 6, 7, 8 Stunden in der Schule lernen. Subhanallah. Ja? Und wir haben wirklich schon Leute kennengelernt, deren Kinder jetzt in die Uni gehen. Und sie waren noch nie in ihrem Leben in einer Schule, also hier in England. Ja. Sie haben einfach immer ihre Kinder zu Hause unterrichtet, 2 Stunden, 3 Stunden am Tag. Ja, aber natürlich ist es intensiver natürlich ist es nicht jedermanns Sache, nicht jeder kann das, nicht jeder hat diese Geduld, nicht jeder hat vielleicht auch dieses Wissen oder was auch immer. Aber manche machen auch dann einfach mit anderen Eltern etwas aus, etc. Und subhanallah, man kann wirklich, wenn man nur das nützliche Wissen weitergibt und sich konzentriert auf bestimmte Themen und bestimmte Fächer, Subhanallah, kann man wirklich, und manche von ihnen sind sehr, sehr stark, Subhanallah, obwohl sie noch nie in einer Schule waren. Wie auch immer, aber was ich nur sagen wollte, dass ein weiterer Punkt ist, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nach nützlichem Wissen streben. Ja? Und es gibt immer nützlich und nützlicher, ja? Und am nützlichsten. Und je nützlicher es ist für die Menschheit und für deine Gesellschaft und für dich, für dein Diesseits, für dein Jenseits, für dein Leben, für deine Kinder, für deine Umwelt, ja, je nützlicher es ist, desto geliebter ist das bei Allah und desto besser ist das auch im Islam und im Allgemeinen auch für deine Belohnung. Als drittes, liebe Geschwister, ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir wissen, subhanallah, die Zeit rennt, subhanallah, so, subhanallah, ich wollte eigentlich schon längst beim zweiten Thema sein. Wie auch immer, auf jeden Fall, tut mir leid, aber ich rede irgendwie, subhanallah, ich rede leider immer zu viel.
Der dritte Punkt, liebe Schwester, der sehr, sehr wichtig ist, dass man, wenn man lernt und studiert, dass man auf Allah vertraut und ihn um seine Unterstützung bittet, ja, in dieser Sache. Dass man auf Allah vertraut und dass man so auch lernt und studiert. Weil Allah Azzawajal, wenn du auf Allah vertraust, wird er dir beistehen. Ja? Alaysa Allahu bikafin abda, Allah sagt im Koran, ist denn der Herr, dein Herr, oder ist Allah etwa nicht genügend für seinen Schöpfer, für seinen Diener? Ja? Genügt er etwa seinem Diener nicht? Allah Azzawajal ist dein Genüge. Und wenn du auf Allah vertraust, dann wird er dir beistehen und wird er dich unterstützen. Und so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, ista'in billah, ja, bitte Hilfe von Allah, wa haris ala ma yanfa'uk. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, ista'in billah, bitte Hilfe und Unterstützung von Allah in den Dingen, die du erledigst, in den Dingen, die du machst. Wa haris ala ma yanfa'uk. Und sei ehrgeizig in den Dingen, die dich nützlich, in den Dingen oder in den Sachen, die dir Nutzen bringen. Ja? Sei darin stark und sei darin, was habe ich gerade nochmal für ein Wort gesagt? Ja? Und sei ehrgeizig. Ja? Versuch viel zu tun, dass du die Sachen schaffst, die nützlich sind für dich, für dein Leben, für dein Diesseits, für dein Jenseits. Wala ta'jizan. Ja? Und gib nicht die Hoffnung auf. Sei nicht hoffnungslos. Hoffnungslos sein ist die größte Katastrophe. Da machst du dein Leben kaputt, dein Diesseits und dein Jenseits. Und deine Psyche auf jeden Fall auch. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir mit dieser Art und Weise an diese Sachen drangehen. Dass wir nicht versuchen zu lernen, Gutes zu lernen, mit einer guten Absicht zu lernen. Und dann, dass wir das in die Tat umsetzen. Ja, dass wir dann das, was wir gelernt haben, weitergeben. Und natürlich ganz, ganz klar, liebe Geschwister, ist der islamische, das Wissen vom Islam, vom Koran, von der Sunna ist die höchste und die beste Form von Wissen, die man sich aneignen kann. Ja, das Wissen über deinen Schöpfer, das Wissen über seine Namen, über seine Eigenschaften, was ihm wohlgefällt und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil das ist das Nützlichste für dich und dein Leben. Ja, aber das heißt nicht, dass wir dann das andere Wissen beiseite lassen. Und andersrum erst recht nicht, ja. Und es ist sehr, sehr schön und sehr, 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 sehr nützlich, Medizin zu studieren oder was auch immer, andere Sachen zu studieren auch, ja. Es geht jetzt nicht, die Araber haben leider oft immer diesen Tick, ja, mein Kind muss immer Arzt sein, muss nicht Arzt werden, ja. Alle müssen irgendwie Ärzte werden. Sehr, sehr schön natürlich, es ist ein sehr, sehr schöner Beruf, bestimmt, ganz bestimmt. Aber die Welt besteht aus allem und das Leben besteht einfach aus allem und wir brauchen auch Bauern und wir brauchen einfach alles in diesem Leben, subhanallah. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Aber das ist inshallah das, was ich so jetzt nur ohne, sag ich mal, ohne große Vorbereitung oder ohne ja, viel darüber jetzt zu lesen oder zu schreiben, euch über dieses Thema mitteilen wollte, inshallah. Und gehe ich jetzt zum zweiten Thema über, inshallah. Und machen wir jetzt, inshallah, bi'inillah azza wa jal, das zweite Thema und der zweite Vortrag. Und ich bitte euch um Entschuldigung, für diese, dass ich es leider in diese Länge gezogen habe. Inshallah fangen wir an mit dem zweiten Thema. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. So, liebe Geschwister, im zweiten Vortrag werden wir inshallah das Buch weitermachen, Die großen Sünden von Imam al-Dhahabi. Ein sehr, sehr schönes Buch, wo wir Baraklahu fikum, wo wir etwas sehr, sehr Wichtiges lernen. Und ehrlich gesagt habe ich ein paar Vorträge von diesem Buch schon im Ramadan gehalten. Aber vielleicht wissen ja nicht einen von also manche von euch, dass mein Facebook-Account gesperrt war. Und deswegen bin ich dann auf Instagram rübergegangen und es ist aber dort leider ganz anders. Wenn zum Beispiel mein Akku, ich sehe gerade, ich habe gar kein Ladegerät dran, ich hoffe, ich habe noch genug Akku. Wenn mein Akku zum Beispiel, wenn das Akku leer ist und das Handy ausgeht, also bei Facebook bleibt der Vortrag trotzdem da, ja, erhalten. Aber auf Instagram ist er einfach dann weg.
Und so ist es mir dann passiert, dass eine oder zwei Vorträge dann so weg waren und glaube ich noch einer. Auf jeden Fall werde ich alle die Vorträge, ich habe glaube ich zwei, drei Vorträge habe ich noch von diesem Buch, also drei oder vier verschiedene Sünden, die wir dort behandelt haben und erklärt haben. Die habe ich noch. Ich habe glaube ich schon ein oder zwei gepostet und werde inshallah die anderen auch noch posten, die ich habe, falls die der eine oder andere inshallah nicht gesehen hat oder sich dieses Wissen auch aneignen möchte. Und inshallah werde ich aber die anderen, die fehlen, inshallah dann einfach nochmal halten, damit wir inshallah dann irgendwann mal inshallah hoffentlich dieses Buch komplett inshallah dann erläutert haben. Von der Erläuterung natürlich von Gelehrten. Ich nehme die Erläuterung natürlich nicht von mir. Ich habe das Wissen dazu nicht, aber ich nehme die Erläuterung von anderen Gelehrten und gebe sie euch sozusagen ungefähr in der deutschen Sprache dann inshallah weiter. Und wir werden heute inshallah die zweite Sünde behandeln. Ja, wir haben die erste Sünde, habe ich glaube ich gepostet vor einigen Wochen. Und zwar ist es die allergrößte Sünde und die Sünde, die Allah niemals verzeiht, wenn man nicht davon Taube macht. Ja, wenn man davon nicht Taube macht. Aber wenn man Taube macht, Allah verzeiht alle Sünden. Ja, wenn du Taube machst, das ist eine Sache, die Leute, die Muslime leider immer wieder missverstehen, falsch verstehen, anders verstehen, irgendwie die Sache nicht gut verstehen, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht warum, aber Allah Azza wa Jal verzeiht nicht, dass du Kufr und Schirk machst, ja, dass du ihm beigesellst. Dass du Kufr oder Schirk machst, das verzeiht dir Allah nicht. Aber das verzeiht er dir nicht, wenn du so stirbst. Ja, wenn du während deines Lebens Taube machst, auch wenn es am letzten Tag ist, wenn du bereust und damit aufhörst und aufrichtig Reue machst und damit aufhörst und Allah um Vergebung bittest, Allah verzeiht dir alles. Auch wenn du dein Leben lang Schirk gemacht hast, Götzendienst und Kufr und Nifaq gemacht hast und praktiziert hast und dazu sogar gerufen hast und du warst ein Professor, Doktor im Schirk, ja, du warst ein richtiger, ja, möge Allah bewahren, Subhanallah, sogar einer, der dazu aufruft. Wenn du Tauba machst, Allah vergibt alle Sünden. Ja, wenn man Tauba macht, vergibt Allah alle Sünden. Wenn jemand Schirk gemacht hat und noch dazu war der ein Massenmörder und noch dazu hat er, egal was, wirklich egal was man sich vorstellen kann und nicht vorstellen kann, was es an Sünden gibt, alles zusammen, wenn man davon Tauba macht, Allah vergibt. Allah vergibt, weil Allah ist der Allvergebende und Allah hat das versprochen. Die einzige Bedingung ist, dass man aufrichtig bereut und zu Allah zurückkehrt und dann kann man sogar zu denen gehören, zu den Besten werden. So, obwohl man vorher das Übelste war, was überhaupt existierte. Na, ich möchte inshallah jetzt keine, wie ich auch der Schwester gesagt habe, keine Fragen beantworten, Bruder, weil ich noch nie in dem Thema bleiben will. Und ich mache ab und zu mal am Ende des Vortrags, wenn ich Zeit habe, gebe ich inshallah Zeit für Fragen, kann man Fragen stellen oder man kann sie mir privat stellen. Wa jazakumullahu khairan. Ja, und wie gesagt, wenn man während seines Lebens Tauba macht, verzeiht Allah alles. Wenn man aber stirbt mit Sünden, dann ist das so, dass du, wenn du stirbst mit Sünden, die dich aus dem Islam rausschmeißen, und das ist natürlich ganz klar Schirk, ja, großer Schirk, oder Kufr, Unglaube, ja, oder Nifaq, richtige Heuchelei, nicht Eigenschaften der Heuchler, sondern richtige Heuchelei. Wenn man diese Sachen macht und man stirbt auf diese Art und Weise, dann ist man für ewig in der Hölle. Ja, dann ist man ewig in der Hölle. Alle Sünden, die darunter sind, die vergibt Allah entweder direkt, einfach so, oder Allah wird diese Person reinigen, indem er ihn bestraft, entweder im Grab oder am Tage der Auferstehung. Und wenn er dann gereinigt wird von diesen Sünden, dann geht er ins Paradies, weil ins Paradies dürfen nur diejenigen reingehen, die komplett rein sind, weil es ein Ort der Reinen sind. Möge Allah dich lieben, Barakallahu fik. Na, liebe Schwester. Und deswegen, liebe Schwester, gehen wir inshallah jetzt zu dem Thema. Und das Thema ist die zweite Sünde, die der große Imam in diesem ganz, ganz großen, wunderschönen Buch gebracht hat. Dieser ganz, ganz große, edle Imam, Imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayhi, einer der größten Gelehrter dieser Umma. Und er brachte als zweite Sünde nach dem Schirk die zweite Sünde, und zwar Qatlun Nafs, jemanden zu ermorden. Jemanden zu ermorden. Und er hat, wie ich schon immer gesagt habe, er hat immer eine Methodik gehabt. Und das war die Methodik von allen Gelehrten früher.
die Methodik, dass sie sehr viele Beweise bringen und sehr wenig reden. Ja, in ihren Büchern sehr viele Beweise. Einfach, der bringt die Koranverse, er bringt die Hadithe, die authentisch sind oder meistens authentisch sind. Und dann schreibt er vielleicht ein paar Kommentare dazu oder ein paar Sätze dazu oder ein paar Wörter dazu oder gar nichts dazu. Er bringt, manche Gelehrte haben das einfach so gebracht. Und das kennen wir ganz, ganz viel, von ganz oft von vielen Gelehrten von damals. Ja? Und leider sieht es heutzutage anders aus. Heutzutage wird sehr, sehr viel geschrieben und dann wenige Beweise gebracht, wenn überhaupt Beweise. Und wenn sie überhaupt authentisch sind und wenn sie überhaupt passen zu zu diesen Aussagen, die er gebracht hat. Ja, Subhanallah. Heute sieht das einfach leider ganz anders aus. Und dieser Gelehrte hat natürlich auch diese Vorgehensweise gehabt, wie die großen Gelehrten damals immer. Ja, sehr, sehr viele Beweise, sehr wenig dazu von sich aus dazu geschrieben oder dazu gebracht. Barakallahu fikum. Er brachte hier die Beweise, liebe Geschwister, dass wir sehen, dass er beweist, ja, weil er behauptet ja etwas. Er behauptet, dass das Töten eine große Sünde ist. Bei Töten ist es vielleicht auch jedem ja, nicht deutlich oder allgegenwärtig, dass es klar ist, dass es eine große Sünde ist, weil es einfach schlimm ist, ja, jemanden zu töten. Aber es gibt auch Sünden, die vielleicht gar nicht so aussehen. Ja? Einfach so, wenn man sagt, ja, das und das, dann würde der eine sagen, echt, ich dachte, das ist eine kleine Sünde. Ich dachte gar nicht, wusste gar nicht, dass es eine Sünde ist. Ja? Aber wenn er eine Sache behauptet, dann muss er natürlich auch Beweise bringen. Und hier hat er natürlich direkt Beweise gebracht, die das verdeutlichen, die das beweisen, ja, seine Behauptung beweisen, damit klar ist, jedem Leser, jedem Menschen klar ist, dass das ganz klar eine große Sünde ist. Er brachte hier den Vers von Surat Al-Ma'idah, wo Allah Azza wa sagt: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Azza wa sagt in diesem Vers: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, derjenige, der einen Gläubigen absichtlich tötet, derjenige, der einen Gläubigen absichtlich, ja, absichtlich tötet, also ermordet, ja, فَلَهُ جَهَنَّمُ, für ihn ist, was wird dieser für eine Strafe bekommen? Im Islam ist das so. Er wird dafür Jahannam bekommen. Hölle. Ja, die Hölle. Wenn du jemanden ermordest, absichtlich tötest, die Strafe dafür im Koran, im Islam ist, er bekommt dafür das Höllenfeuer. Khalidan fiha, für Ewigkeit. Waradib Allahu alayhi, und Allah ist mit ihm zornig. Allah ist zornig auf diese Person. Wala'anahu, und Allah verflucht ihn. Und Allah hat für ihn eine schmerzliche, eine gewaltige Strafe vorbereitet. Ja, Subhanallah. Und dann bringt er als zweites, und ich werde gleich inshallah auf die Beweise kurz vielleicht eingehen, als zweites bringt er dann den Beweis, Walladina la yad'un, von in Surat Al-Furqan, am Ende von der Sura, wunderschöne Verse, Subhanallah, wunderschöne Sura, die alle Verse und alle Suren sind wunderschön. Aber es sind wirklich, MashaAllah, subhanahu, wunderschöne Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah Azza wa Jal lobt am Ende der Surat Al-Furqan, Allah lobt die Diener des Alabamas. Ganz besondere Diener Gottes, ganz besondere Diener Allahs, also er lobt sie mit wunderschönen Eigenschaften. Zu ihren schönen Eigenschaften, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, und es sind diejenigen, die mit Allah nichts anderes, oder die Allah also nichts anderes beigesellen. Die machen keinen Schirk, ja, die machen keinen Schirk, die beten nichts anderes an, auf keinste Art und Weise. Also neben Allah also beten sie nichts anderes an und niemanden anders außer Allah also an, und sie töten nicht. Und sie töten keine Seele, und sie töten keine andere Seele, außer die Allah also verboten hat zu töten, außer mit der Wahrheit oder außer mit Recht. Außer mit Recht. Und dann bringt er auch noch den Vers: Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Allah sagt in diesem Vers, und derjenige, der eine Seele tötet, es ist so, als hätte er die gesamte Menschheit getötet. Ja, ungefähr.
Die Übersetzung, ich habe jetzt die Übersetzung nicht in meinem Kopf. Also derjenige, der eine Menschenseele tötet, es gilt und es gilt als hätte er die gesamte Menschheit getötet. Und dann bringt er noch einen Vers und er bringt den Vers, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Und wenn das Mädchen, das Neugeborene gefragt wird, warum es getötet wurde. Ja, weil das war früher, wie ihr wisst, und es gibt sogar heutzutage noch irgendwo auf der Erde, Menschen, die es verabscheuen, wenn sie zum Beispiel Mädchen gebären. Und es gibt vielleicht, Allahu alam, noch vielleicht in irgendwelchen Wäldern oder in irgendwelchen Regionen dieser Erde immer noch diese Tradition, dass man sie vielleicht sogar lebendig tötet oder sie am liebsten lebendig begraben würde. Subhanallah. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schlimme Sache. Und das war ja früher natürlich gang und gäbe, dass die Menschen sowas gemacht haben, ja, weil sie wollten Jungs haben, weil Jungs nützlich sind und arbeiten und was weiß ich. Und ein Mädchen zu gebären, Subhanallah, war dann eine Schande. Wobei eigentlich das wirklich einfach unverständlich ist, wie ein Mensch so denken kann, weil er ist ja nicht anders auf die Welt gekommen und er wäre nicht anders auf die Welt gekommen, wenn er keine Mutter hätte, die auch irgendwann mal geboren wurde, Subhanallah. Aber so ist einfach diese Unwissenheit der Menschen und die Taten der Menschen, wenn sie nicht gefüllt sind mit der Rechtleitung, mit Augen und Herzen, die Barmherzigkeit haben. Und die Gelehrten, liebe Geschwister, sagen wahrlich, dass wirklich die Gelehrten sind sich einig, dass das Töten wirklich die größte Sünde ist im Islam, die man machen kann, nach dem Götzendienst, nach dem Schirk. Ja? Also Schirk ist die absolut größte Sünde, die man machen kann. Ganz, ganz klar. Ganz klar mit allen Beweisen im Koran, der Sunna und der Fitra und der natürlichen, mit dem natürlichen Eigenschaften, wonach uns Allah auch erschaffen hat, oder mit dem Verständnis, mit dem gesunden Menschenverstand ist es ganz klar die größte Sünde, die man machen kann. Dass Allah also dich erschaffen hat und du betest andere Leute an aus Allah. Allah hat dich erschaffen und er versorgt dich und er beschützt dich und er macht alles für dich. Und er zieht dich mit seinen Gnaden Subhanallah, und er macht alles für dich, und dass du einfach dann andere Götter neben ihn anbetest oder ihn nicht anbetest, Subhanallah, ja. Aber danach ist auf jeden Fall das Töten ohne Recht eine ganz, ganz klare oder die ganz, ganz klare größte Sünde, die man machen kann. Und da ist es egal, ob diese Seele, die du tötest, ohne Recht, ob das eine muslimische Seele ist oder eine nicht muslimische Seele ist. Ja, das Töten ist ganz, ganz klar unangefochten die größte Sünde, die man machen kann als Mensch. Ja, jemand anderen mit Unrecht einfach so zu töten, Subhanallah. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, liebe Geschwister, Allah hat das so gemacht, dass das Töten sogar eines Tieres, ja, einfach nur so zum Spaß oder als Hobby verboten ist im Islam. Ja, und deswegen gibt es ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es gibt ja Leute zum Beispiel, die einfach so Jäger sind und die jagen nicht, weil sie jagen, damit sie ihre Kinder ernähren und essen und trinken haben, ja, sondern es gibt Leute, die jagen einfach nur zum Spaß, weil es ein Hobby ist, ja, einfach nur zum Hobby jagen sie und töten sie Tiere. Und Subhanallah, und es gibt ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass am Tage der Auferstehung ein Tier oder ein Vogel am Tage der Auferstehung zu Allah sprechen wird und zu Allah sagen wird, dieser tote Vogel oder dieser Vogel sagen wird, oh Allah, frage diesen Menschen, der mich ermordet hat oder mich getötet hat, frage ihn, warum er mich ermordet hat. Und damit ist gemeint, ziehe ihn zur Rechenschaft, weil er hat mich einfach nur so, zum Spaß, ja, als Hobby hat er mich ermordet. Er hat mich dann so, ja, Subhanallah. Und da gibt es ein Hadith darüber. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es im Islam so, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden für die Taten, die wir machen, natürlich. Und deswegen, und das Leben ist das höchste Gut, das höchste anvertraute Gut, was Allah uns gegeben hat. Ja, Leben, ja, das Leben hat uns Allah gegeben, und deswegen hat niemand anderes Recht, das Leben zu nehmen, außer Allah, außer der das Leben gegeben hat. Ja, niemand hat das Recht, einen anderen das Leben zu nehmen, außer der auch das Leben gegeben hat und es erschaffen hat. Und das Leben, liebe Geschwister, Leben und Tod
gehört Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein vertrautes Gut von Allah und ist das Recht von Allah und ist eine Amana, ist anvertraut. Und deswegen, liebe Schwestern, dürfen wir nicht mit unserem Körper machen, was wir wollen. Deswegen kannst du nicht einfach so ein Tattoo auf deinen Körper machen. Du kannst nicht einfach deinen Körper verunstalten mit irgendwelchen Sachen, die nicht in Ordnung sind. Du kannst deinen Körper verschönern mit, vielleicht mit einer Frau, was weiß ich, mit einem Ring, mit Ohr, wie nennt man diese Dinger? Mit von mir aus ein Nasenpiercing oder was auch immer, ja, oder was auch immer. Aber man darf seinen Körper nicht verunstalten, man darf nicht Sachen machen, die deinen Körper, sag ich mal, in dem Sinne schaden oder Tattoos oder was auch immer, ja, was Allah verboten hat. Warum? Weil das Leben ist nicht dein Leben, dein Körper ist nicht deins. Es ist anvertraut, du wirst es wieder zurückgeben und du musst es so zurückgeben, dass es wieder in Ordnung ist, sozusagen. Und ich mag das nicht, Fragen zu beantworten während des Vortrags. Sage ich immer wieder. Aber es gibt Tiere, die man natürlich töten darf. Und ich komme gleich dazu, inshallah, dann werden auch die Fragen vielleicht manchmal von alleine beantwortet, weil ich sowieso dazu komme. Ja, es gibt Tiere natürlich, die man töten darf oder muss. Warum? Weil die schädlich sind, weil die Schaden bringen oder weil sie stören und schaden. Ja? Und das ist im Allgemeinen, liebe Geschwister. Das heißt, einfach so, Blutvergießen ist verboten. Einfach so, Blutvergießen ist verboten. Einfach so, jemanden zu töten, ist verboten. Aber es gibt die Situation, die dann im Islam kommt, oder die eine Situation kommt, und in einer bestimmten Situation ist es dann wiederum halal, Blut zu vergießen. Ja, ist es halal. Dann ist dieses Verbot ist dann aufgehoben. Und dann ist es nicht mehr verboten, sondern ist es halal. Und es kann sogar nicht nur halal sein, es kann sogar dann vom Verbotenen zur Ibadah werden, zur Anbetung von Allah, wofür du belohnt wirst. Ja, so ist im Allgemeinen ist es verboten, Blut zu vergießen oder aus Spaß Blut zu vergießen, ein Tier einfach so aus Spaß zu töten oder zu quälen, wäre verboten, wäre eine schlimme Sünde sogar im Islam. Ja, aber im Gegenzug gibt es dann wieder Taten, wo du dann zum Beispiel beim Schlachtfest, beim Eid, beim Bayram, wo du dann ein Tier schlachtest und das eine Anbetung ist und wofür du belohnt wirst im Islam. Ja? Oder zum Beispiel die Beschneidung. Ja? Im Allgemeinen wäre es verboten, jemanden zu verletzen, sodass er blutet. Wäre verboten, wäre eine große Sünde. Ja? Aber wenn du dann zum Beispiel ein Kind beschneidest, kriegst du dafür Belohnung, weil es eine Sunna ist, eine Sache, die empfohlen oder verpflichtet ist, Danny. Im Islam oder wofür wir verpflichtet wurden, wozu wir verpflichtet wurden, ja. So gibt es im Islam eine Meinungsverschiedenheit in dieser Hinsicht, ob die Beschneidung Pflicht ist oder erwünscht. Manche sagen erwünscht, manche sagen Pflicht, wie auch immer. Ja, wir reden da nicht über dieses Thema, aber in diesem Augenblick, wo man dann ein Kind beschneidet und natürlich wird dann Blut fließen. Ja, in dem Augenblick ist es halal, beziehungsweise nicht nur halal, sondern wieder eine gute Tat im Islam, wofür man belohnt wird. Und im Allgemeinen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in fa'alu dhalik faqad 'asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah." Auch kama qala alayhi salatu wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith: Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass niemand mit Recht angebetet wird außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist oder sein Gesandter ist. Wenn sie dies dann tun, dann haben sie vor mir ihr Besitz und ihr Blut geschützt. Illa bihaqq al-Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Außer mit dem Recht des Islams und ihre Abrechnung ist bei Allah. Was sie an Sünden machen, was sie an Taten machen, ihre Rechnung ist bei Allah. Was du dann an Sachen machst, die zwischen dir und Allah sind, an Sünden etc., deren Rechnung wird mit Allah sein. Aber im Allgemeinen gibt es auch dann natürlich im Islam, und ich sage das, und wir können das nicht vom Islam, ja, nur weil es manchen Leuten nicht passt, oder manche Leute schleimen müssen, oder manche Leute Angst haben, ja, oder es manchen Leuten zuwider ist, ja, und sie es einfach nicht hören wollen, ja, dass sie einfach zum Beispiel dieses Thema Dschihad einfach am liebsten verstecken würden oder aus dem Islam, aus dem Koran rausnehmen würden. Geht einfach nicht, weil das ist Islam. Islam ist ja von A bis Z, ist perfekt, ist alles mit drin. Ja? Weil Islam ist ein Weg, wie man lebt. Ja? Subhanallah, und das war die perfekte Art und Weise zu leben. Der Islam beinhaltet einfach alles.
Er beinhaltet Familienleben und Ehe und Erbe und Erbrecht und Arbeiten und Business machen und Geschäfte machen und gerecht sein und ungerecht und alles, was da drin beinhaltet, von A bis Z bis ins allerkleinste Detail. Sogar wie man auf Toilette geht, wie man isst und trinkt und schläft und Beischlaf hat und sich wäscht. Alles wird im Islam ma farratna fil kitab min shay. Allah sagt im Koran, wir haben in diesem Buch nichts ausgelassen. Aber auch wirklich gar nichts. Im Koran und in der Sunna ist alles drin. Wirklich alles drin. Und da wird auch alles drin sein bis zum Tage der Auferstehung. Und natürlich sagt der eine oder andere, ja, aber im Islam steht ja im Koran, steht ja nichts drin über was weiß ich was. Ne? Sachen, die es heutzutage gibt, die es damals nicht gab, vor 1400 Jahren. Doch, im Islam ist alles drin. Ganz einfach. Allah hat entweder Sachen direkt angesprochen und entweder meistens zu halal, weil das meiste ist sowieso immer halal, alles erlaubt. Ja? Und manche Dinge, die den Menschen schädlich sind, hat er verboten gemacht. Ja? Hat er verboten gemacht. Und manche hat er einfach komplett verboten gemacht direkt, ja, das verendete Fleisch und bestimmte andere Dinge, ja, zum Beispiel Alkohol oder Töten oder was auch immer. Und dann hat aber Allah Azzawajal auch in seiner Religion, weil Allah natürlich das allwissend ist und perfekt ist, er weiß ja, dass es nach 1000 Jahren anders aussieht als vor 1000 Jahren. Ja, das ist ja auch, das würde jetzt einem Menschen sogar einfallen, dass die Zeiten sich ändern, ja, nicht, subhanallah. Wenn man jetzt nur uns betrachtet in unserem Leben, ich jetzt, subhanallah, was es vor 20, 30 Jahren gab und was es jetzt gibt, die Welt sieht ganz anders aus, ja. Und das in jeglicher Hinsicht. Und deswegen natürlich wusste Allah, dass die Welt anders aussehen wird in 1000 Jahren oder in 10.000 Jahren. Und deswegen hat er ein Buch herabgesandt, was perfekt ist, was für alle, für jede Zeit und jeden Ort passt. Ja? Deswegen hat er im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallam alles angesprochen. Und zwar entweder Sachen direkt angesprochen oder hat er einfach Regeln aufgesetzt. Ja? Regeln, die man überall einsetzen kann. In jeder Hinsicht, in jedem Bereich. Zu jeder Zeit, subhanallah, kannst du diese Regeln anwenden. Ja, etwas, was Schaden bringt, etwas, wo es mehr Schaden gibt als Nutzen, etc. Dieses und jenes, alles ist, subhanallah, extrem, extrem perfekt geregelt in der Religion von Allah, subhanallah. Aber wie sollte es auch anders sein, wenn das die Religion des Allerbarmer ist, des Allwissenden, des Barmherzigen, ja, des Allweisen. Wie sollte seine Religion sein, wenn er so ist, wenn das seine Namen und das seine Attribute sind? Wie sollte denn seine Religion und seine Verfassung sein, subhanallah, und sein Buch sein und seine Anordnung und seine Pflichten und Befehle? Wenn er perfekt ist und rein ist, dann können sie auch nur rein sein und perfekt sein. Zurück zum Thema. Verzeihen Sie mich, aber ich rutsche manchmal ein bisschen ab. Und deswegen, liebe Schwestern, im Islam sind einfach diese Sachen so. Es gibt auch Al-Jihad, ist einfach so. Warum? Weil in diesem Leben gibt es natürlich ungerechte Menschen, ungerechte Völker, Leute, die ungerecht sind, Leute, die dich angreifen, etc. Und dann gibt es, natürlich muss man sich wehren oder muss man sich beschützen und seine Familie oder sein Land oder sein Hab und Gut und seine Religion und seine Würde, etc. Und deswegen dafür ist es dann auch erlaubt, natürlich auch deswegen ist es erlaubt, zu kämpfen. Ja? Und Al-Jihad zu machen und zu kämpfen, also den bewaffneten Kampf und Krieg zu machen, ja. Aber natürlich alles im Rahmen der Scharia, im Rahmen des Erlaubten, im Rahmen der Regeln, die Allah uns erlaubt hat. Und nicht im Rahmen wo einer crazy ist und einfach Sachen macht, wo er denkt, vielleicht er macht gerade was Gutes für Palästina oder für seine Brüder oder so. Und dann macht er einfach irgendeinen Quatsch und geht irgendwo eine Oma oder irgendwelche Unschuldige töten oder irgendwo in einem Bus irgendwie zwei Leute abstechen oder irgend so ein Schrott, wo er sich und der Gesellschaft und dem Islam und den Muslimen und der ganzen Welt einfach nur schadet und den Muslimen erst recht schadet, ja? Einfach irgendeine bekloppte Dummheit macht, wo er sich und den anderen Menschen und unsere Religion in den Dreck zieht und überhaupt gar keinen Nutzen bringt und bringen kann. Ja, was würde es für einen Nutzen bringen? Sagen wir mal, du hast auch jetzt 50 Leute niedergestochen oder 150 Leute niedergestochen. Ja, und dann, und was ist jetzt? Was hast du gebracht? Was passiert jetzt, subhanallah? Was folgt dann auf diese Tat, subhanallah? Und deswegen, im Islam gibt es den bewaffneten Kampf und die Verteidigung und wenn man das macht, ist das nobel. Und wenn man es macht, ist es nobel. Wenn du ein Soldat bist im Islam und du verteidigst dich und deine Familie und dein Land, deine Religion, deine Würde, subhanallah, dein Besitz auch, nur bei dir zu Hause, hier ein Einbrecher kommt, du verteidigst dich. Es ist nobel.
Es ist nobel, dich zu verteidigen und diesen wegzuschlagen oder wegzuscheuchen oder zu niederzuschlagen oder was auch immer. Warum? Weil du beschützt gerade deine Familie, du beschützt gerade dein Hab und Gut. Ja, und das ist natürlich in jeglicher Hinsicht in Ordnung und nobel und auch gesetzlich ganz klar in jeder Gesetzgebung, denke ich mal, erlaubt, weil das Natürlichste ist, was sogar ein Tier machen würde. Dafür braucht man nicht mal ein Mensch sein und einen Menschenverstand zu haben. Aber, liebe Schwester, alles im Rahmen, wie gesagt, der Regeln des Islams und wie der Islam das alles beinhaltet und im Rahmen der Vernunft und der Schrift, Koran und Sunna. Ja? Und da gibt es natürlich viele Sachen. Es gibt natürlich die Strafe, die Todesstrafe, wo dann Blut vergossen wird. Ja? Ein Mörder zum Beispiel im Islam bekommt die Todesstrafe. Er tötet jemanden, dann bekommt er dafür was? Die Todesstrafe. Ihm wird Auge, Auge, Zahn um Zahn. Ja, und das ist eine der höchsten Arten, jemanden zu warnen, dass er sowas nicht macht. Warum? Weil dann ist er selber dran. Ja, und genauso auch zum Beispiel Leute, dass den Menschen ihr Hab und Gut geschützt wird. Und deswegen gibt es zum Beispiel diese Strafe, dass einem die Hand abgehackt wird, wenn er etwas Bestimmtes klaut und nicht, wenn er ein Ei klaut, zum Beispiel ein Brötchen klaut, etc. etc. Ja, es gibt alles ist geregelt und alles ist mit Gesetzen und mit Bedingungen an Bedingungen geknüpft, etc. Ja, in welcher Zeit er lebt und wo und nicht, wenn er gerade Hunger hat und wenn nicht gerne, wenn er gerade dieses oder jenes oder in bestimmten Situationen wird das auch, ja, nee, wie auch immer, ist ein großes Thema, aber ich wollte nur damit sagen, es gibt aber dann im Allgemeinen ist das Blutvergießen verboten und es ist die zweitgrößte Sünde, die man überhaupt machen kann im Islam. Ja, die zweitgrößte Sünde, die man machen kann. Aber in manchen Situationen ist es dann wiederum erlaubt, Blut zu vergießen. Ja, die ich jetzt alle erwähnt habe. Und selbst dann, es ist nicht einfach so erlaubt, dass du es machst und ich es mache und Selbstjustiz gemacht wird. Ja, du kennst jemanden, der hat jetzt, keine Ahnung, das und das gemacht, dann gehst du ihn einfach töten oder seine Hand abhacken. Nein, das darf man wieder nicht. Ja, und das sind Gesetze und eine Gesetzgebung, die normalerweise vom Staat, ja, von einem islamischen Land, wenn es ein islamisches Land gibt, und normalerweise in einem islamischen Land müsste es auch islamische Gesetze geben, leider ist das ja, eine Sache, die ich denke momentan gar nicht existiert oder nur bestimmte Gesetze, Familienrecht, Erbrecht, was weiß ich. In den meisten Ländern, vielleicht ganz, ganz wenige Länder haben auch im Strafgesetzbuch dann islamische Strafen, aber wie auch immer. Aber es ist in diesen Ländern, ja, es ist ein Staat, der diese Strafen dann auch umsetzt, ja, umsetzt, at-tanfidh macht und nicht einfach, dass wir das selber machen, ihn selber in die Hand nehmen. Ja, du weißt dann, dein Freund, dein Nachbar hat einmal ein Handy geklaut, du gehst ihm seine Hand abhacken. Ja, das kannst du nicht machen, das wäre nicht erlaubt. Und Amin ya Rabbil Alamin. Und so wie zum Beispiel Ibrahim a.s., als Allah ihm befohlen hat, seinen Sohn zu schlachten, ja, seinen Sohn zu schlachten, als Prüfung nur natürlich, ja, und als er das machen wollte, das wäre Ibadah gewesen, das wäre Ibadah gewesen. Was zeigt uns aber, dass diese Sünde wirklich eine große Sünde ist? Erstmal, Nummer eins, diese ganzen Verse, die zeigen es ganz, ganz klar und deutlich, ja, dass es eine große Sünde ist. Nummer zwei ist der Hadith, der Prophet Muhammad sallam sagte: Sibabul Muslimi Fusuq wa qitaluhu Kufr. Einen Gläubigen zu beleidigen, einen Muslim zu beleidigen, ist Fusuq, ist Sünde. Ist Sünde. Und ihn zu bekämpfen, ist Kufr. Ihn zu bekämpfen oder ihn zu töten, ist Kufr. Ja, einen Muslim zu bekämpfen, ist Kufr. Aber damit ist nicht gemeint, dass derjenige, der einen Muslim bekämpft, dass er raus aus dem Islam ist. Ja, es gibt viele Hadithe. Es gibt viele Hadithe, liebe Geschwister, wo steht, dass diese und diese Sünde Kufr ist. Damit ist nicht immer gemeint, dass sie Kufr ist, dass derjenige, der das macht, ein Käfer wird. Muss man immer aufpassen. Im Islam ist das immer oft nicht der Fall. Wie zum Beispiel in diesem Hadith. Wa qitaluhu Kufr. Ihn zu bekämpfen, einen Muslim zu bekämpfen, ist Kufr, aber es schmeißt dich nicht aus der Religion raus. Du bist trotzdem noch Muslim, aber du hast eine gewaltige, große Sünde begangen. Eine sehr, sehr gewaltige, und zwar die zweitgrößte Sünde, die du überhaupt im Islam machen kannst.
Eine andere Sache, liebe Geschwister, wie man auch Menschen töten kann und was auch zu einer großen Sünde zählt, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist die Abtreibung. Abtreibung ist eine große Sünde im Islam. Warum? Weil es zählt auch dazu, dass du ein Menschenleben genommen hast, dass du jemanden getötet hast. Naam. Waqitaluhu Kufr ist eine kleine Sünde, ist kein großer Kufr damit gemeint. Ja, große Sünde, damit ist gemeint, es ist eine große Sünde und eine gewaltige Sünde, aber kein Kufr. Okay? Was habe ich gerade nochmal gesagt? Das Abtreiben, ja, ein Kind abzutreiben, ohne rechtliche Entschuldigung oder ohne eine islamische Entschuldigung zu haben, ja. Was wollte ich gerade sagen, einen islamischen Grund, ja, einen islamischen Grund zu haben, das zählt auch im Islam als Mord, liebe Geschwister. Das zählt im Islam als Mord, ja. Und da muss man aufpassen, dass man hier die zweitgrößte, weil viele von uns, die sagen, hey, komm, warum redest du so lange über dieses Thema? Ich habe noch nie jemanden getötet, ich habe nicht vor, irgendwie jemanden in meinem Leben zu töten, ja. Und wir haben alle nicht vor, jemanden zu töten und Mord zu begehen, ganz klar nicht. Aber erstmal, viele Leute sitzen im Knast und die Mord begangen haben, die wollten nicht einen Menschen töten, aber sie haben einen getötet. Warum? Weil sie waren wütend. Warum? Weil sie haben sich nicht kontrolliert. Ja, in dem Augenblick, wo sie wütend waren, haben sie sich nicht kontrolliert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns: La taghdab, la taghdab, la taghdab. Er sagte zu dem Mann, der ihn gefragt hat: Gebe mir einen Ratschlag. Er sagte zu ihm: Zürne nicht. Ja, werd nicht zornig. Und dann sagt er: Okay, gib mir noch einen Ratschlag. Zürne nicht, gib mir noch einen Ratschlag, zürne nicht. Er hat ihm das dreimal wiederholt. Und ich habe darüber schon bestimmt mindestens einmal einen Vortrag gehalten. Warum? Weil der Zorn dich dazu bringt, du bist einfach gerade auf 180. Jemand hat dich beleidigt, jemand hat, sagen wir mal, sogar deine Mutter beleidigt oder was auch immer, ja, dann bist du gerade zornig. Und in deinem Zorn, in deiner Wut, merkst du manchmal nicht, dass du einfach, ja, einfach ein Messer nimmst und oder was auch immer. Ja, Subhanallah. Und dann machst du vielleicht eine Sache, die du dann in deinem Diesseits und vielleicht sogar in deinem Jenseits bereuen wirst. Sehr bereuen wirst. Warum? Weil du hast ein Menschenleben genommen. Aber das ein Kind abzutreiben, liebe Geschwister, ist nicht unbedingt weniger, ja, in der Sünde, in der Schwere der Sünde, als ein Menschen zu leben, ein Mensch, das schon lebt. Warum? Weil ein Menschenleben fängt ja schon im Bauch an. Ja, im Bauch seiner Mutter. Deswegen ist Abtreibung, liebe Geschwister, eine große Sünde im Islam und zählt als Mord im Islam. Möge Allah uns davor bewahren. Und das passiert vielleicht heutzutage schon oft. Und da kennen wir persönlich, also ich wurde schon oft angeschrieben von Geschwistern, die von Schwestern zum Beispiel geschwängert wurden oder von Brüdern, die eine Frau geschwängert haben im Haram oder irgendwie Zina passiert oder was auch immer. Oder waren gar nicht verheiratet und waren einfach so zusammen. Und dann wurde die Frau schwanger und dann, weil sie sich schämen, weil es Schande ist, weil sie kein Ver so ein uneheliches Kind haben wollten, müssen sie oder wollten sie oder haben sie dieses Kind einfach abgetrieben. Ja? Die Sünde hast du schon gemacht. Schande ist schon passiert. Ja? Schande ist passiert. Aber jetzt machst du noch eine größere Schande und eine größere Sünde. Ja? Du hast vielleicht unehelichen Verkehr gehabt. Ist eine große Sünde. Aber du kannst Taube machen, du kannst Allah um Vergebung bitten. Es ist passiert. Du hast die Sünde gemacht. Bitte Allah um Vergebung. Bereue. Allah wird dir inshallah vergeben, wenn du aufrichtig bereust. Aber jetzt gehst du von dieser Sünde zu einer noch größeren Sünde. Das war auch eine große Sünde. Aber du gehst von da zu einer größeren Sünde. Und zwar zum Mord über und machst subhanallah noch Mord und tötest einen Menschen. Ein Mensch. Ein Leben. Wo Allah dir kein Recht dazu gegeben hat, diesen Menschen zu töten, subhanallah. Ich antworte inshallah auf deine Frage gerne, inshallah, wenn ich mit meinem Vortrag fertig bin, und ich bin gleich mit meinem Vortrag fertig, inshallah. Und dann hat der Imam noch. Und da hat der Imam natürlich auch Hadithe gebracht, die auch beweisen, dass Mord, ja, das absichtliches Töten eine große Sünde im Islam ist, und zwar die zweitgrößte Sünde im Islam. Und dann hat er die Hadithe gebracht, die Hadithe, die ich schon vorher genannt habe, auch im ersten Vortrag. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat.
Haltet euch fern von den sieben Sünden, die einen vernichten. Haltet euch fern von den sieben größten Sünden, die einen absolut vernichten. Und er sagte als allererstes, Ashirku billah. Und dann sagte er, Qatlun Nafs, einen jemanden zu ermorden. Ja? Und dann sagte er, brachte er auch den anderen Hadith, soll ich euch sagen, was die größten der größten Sünden sind, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, zu den Zuhörern. Und sie sagten ihm, ja, o Gesandter Allah, sag uns, was sind die allergrößten Sünden oder die größten der größten Sünden? Er sagte, al-Ishraku billah oder Shirku billah. Und dann sagte er, Qatlun Nafs, ja, zu ermorden, jemanden zu ermorden. Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir ganz, ganz klar, im Islam ist Mord die größte Sünde, die man überhaupt machen kann. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, La yazalul mar fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haramen. Solange der Gläubige kein Blut vergießt, ja, hat er immer eine Chance. Also der kann, auch wenn er Sünden macht, La zala fi fushatin min dinihi. Der hat immer eine Chance, solange er kein Blut vergießt. Der Gläubige, der Muslim, hat immer eine Chance aufs Paradies, solange er kein Blut vergießt. Ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, diese Hadithe zu verstehen und dass wir sie inshallah lernen und dass wir sie verinnerlichen, sodass wir niemals dieser Sünde je nahe kommen. Ja, je nahe kommen. Und der Prophet Muhammad sagte auch zu den Sahaba, La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dakum a'naqa ba'd. Werdet nach mir, nach meinem Leben, werdet nach mir nicht Kuffar, indem die einen von euch die Hälse oder die Nacken der anderen abschlagen. Und im anderen Hadith sagte auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einen gläubigen Menschen zu töten, ist bei Allah gewaltiger, als dass die gesamte Erde oder die gesamte Welt vernichtet wird. Subhanallah. Ja, einen gläubigen Menschen zu töten, ist bei Allah gewaltiger, als dass diese gesamte Welt oder gesamte Erde, yani, vernichtet wird. Subhanallah. Und liebe Geschwister, und dieser Vers, den ich am Anfang, der allererste Vers, damit ich zum Ende komme, der allererste Vers, den ich genannt habe, der ist auch sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, zu wissen. In diesem Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wa man qatala mu'minan muta'ammidan, und derjenige, der einen Gläubigen absichtlich ermordet, fajaza'uhu jahannam, so ist seine Strafe dafür, oder da steht, so ist seine Belohnung dafür, also wenn es mit Strafe gemeint, so ist seine Strafe dafür, jahannam, das Höllenfeuer, khalidan fiha, für die Ewigkeit, wa ghadiba Allahu alayhi, und Allah ist mit ihm zornig, wa la'anahu, und Allah verflucht ihn, und Allah hat für ihn und Allah hat für ihn eine schmerzliche Strafe vorbereitet. Okay? Dieser Vers hier, liebe Geschwister, steht, dass er in die Hölle kommt und zwar für Ewigkeit. Die Bedeutung dafür ist, dass es eine Warnung ist. Denn einen Gläubigen zu töten, absichtlich Mord zu begehen, ist eine große Sünde, ist aber kein Kuffer. Also er wird nicht ewig in der Hölle bleiben. In diesem Vers steht, er wird für ewig in der Hölle bleiben. Aber das ist nur als Warnung gemeint. Als Warnung. Er wird lange in der Hölle bleiben. Wie lange wissen wir nicht. Er wird in die Hölle kommen. Und er wird in der Hölle bestraft. Außer er macht natürlich Tauber, wie am Ende dieses Verses auch steht. Oder am Ende vom zweiten Vers von Surat al-Furqan, den ich genannt habe. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Wie gesagt, und deswegen das Töten. Wenn du jemanden tötest, absichtlich tötest, also einen Mord begehst, diese Warnung hier, die Allah gebracht hat, dass du in die Hölle kommst, wenn du nicht Tauba machst, kommst du in die Hölle. Wenn du nicht Tauba machst und Allah dir nicht vergibt, kommst du in die Hölle. Ja, dafür. Für eine bestimmte Zeit, aber du kommst raus. Allah sagt hier für die Ewigkeit als Warnung. Warum? Um den Menschen ja nicht zu zeigen, hey, das ist die
Das ist die krasseste Sünde, die du machen kannst. Ein Menschenleben zu nehmen. Ja? Allah warnt dich hier mit ewiger Strafe im Höllenfeuer. Ja, aber das ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Warum? Das ist nicht von meinen Wörtern oder von meinem Verständnis. Natürlich nicht, dürfen wir nicht. Aber das ist von der Erklärung des Korans im Tafsir von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Sahaba, der Tafsir selber vom Koran. Weil der Koran, ein Vers im Koran, erklärt einen anderen Vers im Koran. Allah sagt im Koran in der 49. Sura, die Suratul Hujurat, die Gemächer, Allah sagt, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Ja, und wenn zwei Gruppen der Muslime sich gegenseitig bekämpfen, so macht Frieden, so stiftet Frieden zwischen den beiden. Allah hat diese zwei Gruppen, die gegeneinander kämpfen und sich töten, Allah hat sie Gläubige genannt. Ja, Allah hat sie Gläubige genannt. Und wie gesagt, im Allgemeinen, nur damit wir inshallah wissen, ja, der Vortrag bleibt inshallah drin. Barakallahu fikum. Dass wir inshallah diese Sache inshallah wissen, dass das kein Kufr ist, der dich, oder das ist keine Tat, die dich rausbringt aus dem Islam. Du bist trotzdem noch Muslim. Wenn du tötest, wenn du Zina machst, wenn du Alkohol trinkst, wenn du ja die große Sünden machst, diese großen Sünden machst, wenn du sie machst, du bist trotzdem Muslim. Aber du bist extrem auf der Kippe. Du bist extrem auf der Kippe und du lebst sehr, sehr gefährlich. Ja, du lebst sehr, sehr gefährlich. Du bist der Hölle sehr, sehr nah. Und dem Kufr und dem Unglauben nah, wenn du große Sünden oder viele große Sünden machst. Aber du bist Muslim. Wenn du große Sünden machst, bist du Muslim. Außer du machst eine große Sünde, die Kufr ist. Die dich rausschmeißt aus der Religion. Ja? Und deswegen muss man aufpassen, liebe Geschwister, inshallah, mit diesen, im Allgemeinen. Und als letztes, inshallah, ganz, ganz kurz die Regel, weil jetzt auch vielleicht mehr Leute online oder live dabei sind. Wenn man eine große Sünde macht, ist man Muslim. Wenn man eine große Sünde, wenn man stirbt und man hat große Sünden begangen, ja, man hat große Sünden begangen und man hat keine Tauba gemacht, du hast nicht Allah um Vergebung bitten, du hast es nicht bereut, du stirbst mit deinen großen Sünden, die du gemacht hast. Du bist dann in der Mashi'a von Allah. Al-Mashi'a von Allah. Ja, du bist in der Mashi'a von Allah, das bedeutet, du bist dann, Allah hat freien Willen über dich und Allah wird über dich entscheiden. Wenn er will, er wird dich bestrafen. Warum? Weil er hat für diese Sünden Strafe angeordnet. Und wenn er will, kann er dir einfach so verzeihen, ohne dass du bereut hast. Ja? Aber es kann sein, dass Allah dich für eine bestimmte Zeit in die Hölle wirft oder dich im Grab reinigt, indem er dich bestraft, entweder im Grab oder in der Hölle, bis du rein bist von diesen großen Sünden. Aber wichtig für uns zu wissen, liebe Geschwister, wenn du keine große Sünde machst, wenn du dich fernhältst von den großen Sünden, du kommst den großen Sünden nicht nah, du gehst direkt ins Paradies. Du stirbst, paff, du gehst direkt ins Paradies. Mit der ersten Gruppe, die ins Paradies gehst. Ohne bestraft zu werden. Ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ja, und das ist wichtig, liebe Geschwister, weil der eine oder andere von uns, der eine oder andere von uns kann das schaffen. Man kann das schon schaffen. Kleine Sünden wird man definitiv machen. Ja, wird man definitiv machen, ob man will oder nicht, man ist einfach kein Engel und man ist einfach dazu erschaffen, dass man Fehler macht. Kullu bani Adam khata. Jeder Mensch, jeder Sohn Adams, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch macht Sünden. Und die besten von denen, die Sünden machen, die besten Sünder, sind diejenigen, die bereuen. Und zwar diejenigen, die schnell bereuen. Und es ist aber nur, dass wir das inshallah wissen, liebe Geschwister. Wenn wir keine großen Sünden machen, wenn du das inshallah versuchst, das einfach zu verstehen, zu verinnerlichen. Wenn du keine einzige große Sünde machst und du stirbst, du wirst inshallah direkt per Express ins Paradies befördert. Sofort, ohne Strafe und ohne befragt zu werden. Möge Allah also uns diese Möglichkeit geben und uns dazu recht werden, dass wir keine großen Sünde begehen. Und wenn wir eine große Sünde begehen oder begangen haben, dass wir einfach Allah um Vergebung bitten und dass wir bereuen und damit versuchen aufhören. Und wenn wir sie nochmal begehen, dass wir wieder Tauba machen. Möge Allah uns das richtige Verständnis geben und uns alle recht leiten, uns allen vergeben. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Eigentlich habe ich keine Zeit, jetzt noch Fragen zu beantworten, weil ich würde gerne das Gebet in der Moschee verrichten. Eigentlich müsste ich jetzt schauen. Okay, inshallah. Ich könnte vielleicht, weil der hat mir diese Frage gestellt.
Sunna oder Sufi, was ist richtig und warum? Okay, inshallah, diese Frage beantworte ich. Ja? Was ist richtig, Sufi oder Sunna? Sunna ist richtig. Ja? Dem Weg der Sunna zu folgen ist richtig. Und nicht, weil Sunna Sunna heißt oder weil Sunna ein bestimmter Weg ist, sondern Sunna zu folgen ist richtig, weil das die Lebensweise des Propheten Mohammed war. Und weil das die kompletten Gesetze beinhaltet, die im Koran stehen, in der Sunna stehen. Ja, nee. Und ist mir egal, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ich suche nicht. Mir ist es egal, ob ich Follower habe, keine Follower habe, gute Bewertung, schlechte Bewertung, Feedback, kein Feedback. Ehrlich gesagt, ich bin nicht auf der Suche nach Followern. Ich bin nicht auf der, ich will kein Geld haben für das, was ich spreche. Ich habe etwas gelernt vom Koran und der Sunna. Ich möchte es gerne weitergeben, inshallah, weil ich mich in der Pflicht sehe oder weil ich das gerne mache, diese Tat gerne mache, weil das eine Ehre und etwas Ehrenvolles ist. Und deswegen bin nicht auf der Suche nach Fans. Ja? Deswegen, auch wenn es jetzt hier alle mich wegklicken würden und keine Ahnung, und ihre, ich weiß gar nicht, wie man diese Sachen nennt, so Follower, nicht Follower, mir ist das vollkommen egal. Deswegen, ich sage das, was ich gelernt habe und ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Ja? Sunna, dem Weg der Sunna zu folgen, ist die Wahrheit. Warum? Weil war das Leben des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Weil das war das, was Mohammed sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba gelebt haben. Er und seine Schüler, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Und alles, was sie gemacht haben, war, dieser Weg ist der Weg der Sunna. Und im Gegenzug, wenn du mich fragst über den Sufismus, ganz ehrlich, der Sufismus, so wie alle anderen Gruppierungen und Sekten im Islam, hat verschiedene Level und hat in sich verschiedene Gruppierungen. Ja? Die Schiiten, bei den Schiiten gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt extreme Schiiten und mittelmäßige Schiiten und die Light-Version. Ja, und es gibt manche, die heißen so, manche, die heißen so. Und manche glauben das und, Entschuldigung, das und das. Und andere glauben wiederum das und das und sehen die anderen als schlecht. Und das gibt es auch bei den Sufis und das gibt es bei den, sagen wir mal, ja, nee, bei vielen Gruppierungen und Sekten im Islam, bei den Khawarij und bei den Murji'a und bei den Mu'tazila und so weiter und so fort. Überall diese ganzen Gruppierungen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu den Sahaba, er sagte, die Juden haben sich gespalten in 71 Gruppen und die Christen in 72 Gruppen und meine Umma, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wird sich spalten in 73 Gruppen. Alle sind im Feuer, im Höllenfeuer, alle nicht für ewig, weil sie sind Muslime. Ja, die von den Muslimen noch sind. Manche gehen ja raus aus dem Islam, auch von diesen Gruppen. Die zählen da nicht zu den 72. Er sagte, 72 sind im Höllenfeuer. 72 sehen nicht, die folgen nicht meinem Weg. Außer eine. Und die Sahaba haben ihn ja gefragt, O Gesandter Allahs, welche ist diese eine Gruppe? Was sind ihre Eigenschaften? Und so weiter. Er sagte zu ihnen, das, was ich heute praktiziere und meine Gefährten. Er sagte, ich sage euch, wie ihr rechtgeleitet werdet oder die Eigenschaften dieser einen Gruppe. Al-Firqa Najia, die errettete Gruppe, ihre Eigenschaft, er sagte, ihr haltet fest am Koran und an meiner Sunna und beißt darauf mit euren Zähnen. Beißt darauf mit euren Backzähnen. Fest darauf, auf Koran und auf der Sunna, ganz genau. Mit dem Verständnis von wem? Mit dem Verständnis von seinen Schülern, von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Mas'ud. Und Mu'adh ibn Jabal und so weiter und so fort, seinen Sahaba, seinen direkten Schüler, Aisha radiallahu anha und so weiter. Und seine direkten Schüler, denen er 23 Jahre lang den Islam gelehrt hat. Ja? Und deswegen wollen wir diesem Weg. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was zum Beispiel die Sufis machen, unter ihnen gibt es verschiedene. Ja, es gibt Sufis, die, sag ich mal, einigermaßen nah an der Wahrheit sind. Und auch viele Ibadats machen, die wir alle machen, wo wir uns, sag ich mal, wo wir eins sind. Ja, sie beten und wir beten. Sie fasten und wir fasten und sie lesen Koran und wir lesen Koran. Ja, und so weiter. Ja, und dann haben sie aber eventuell einige Dinge, die aber nicht Sunna und Islam konform sind. Ja, nicht weil sie eine schlechte Absicht haben. Ja, weil die meisten Sekten und viele Sekten haben ja eigentlich eine gute Absicht, aber sie haben eine gute Absicht, aber ihre Tat ist nicht gut. Ja, deswegen ist eine Bedingung für die Akzeptanz aller Taten, gibt es zwei im Islam. Die Akzeptanz für alle Taten, die wir machen im Islam, ist abhängig von Nummer 1, Al-Ikhlas. Ja, die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas zu haben. Du machst eine Tat, beten, fasten, spenden, Geschenke geben, was auch immer du machst im Islam, was als gute Tat zählt.
Wenn du es machst, du musst es aufrichtig für Allah machen, damit er mit dir zufrieden ist und niemand sonst. Und dann gibt es Al-Mutaba'a. Du machst diese Tat, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie gemacht hat. Weil er sagte, Khairul Huda, Huda Rasulillah, Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er hat das gesagt bei jeder Freitagspredigt, bei jeder Predigt hat er das gesagt. Und er hat gewarnt vor den Erneuerungen. Ja, vor den Erneuerungen. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war, yani war kein Sufi in dem Sinne, dass du sagst, er war Sufi. Es steht ja nirgendwo, dass er Sufi war. Yani. Und Sufismus und alle anderen, yani diese anderen, diese ganzen Namen sind ja danach gekommen. Sind ja nicht zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen, zu seiner Zeit, dass er sich genannt hat, er ist so und so oder so und so. Er hat sich sowieso nicht so genannt. Aber das, was er praktiziert hat und wie er es praktiziert hat. Ich sage dir nur mal einfach ganz einfach ein Beispiel. Also die Sufis heutzutage und auch schon immer, aber es gibt manche sufistische Gruppierungen. Sagen wir mal, was ist die Anbetung? Weil es gibt Erneuerungen, die sie gebracht haben. Ist egal, ob das jetzt die Sufis sind oder die Schia oder andere Gruppierungen und Sekten. Ja? Zum Beispiel, die sagen, wir machen Dhikr. Ja? Und Dhikr ist zweifelsfrei eine der besten Taten im Islam. Allah zu gedenken. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Okay? La ilaha illallah. Das ist zweifelsfrei eine der besten Taten. Aber wir sagen, es gibt einmal das, was der Prophet Muhammad uns gesagt hat. Er sagte, derjenige, der 100-mal Subhanallah sagt, er bekommt die Sünden gelöscht, auch wenn sie so viele sind wie der Schaum auf dem Meer. Einer, der sagt, La ilaha illallah, der bekommt eine Palme im Paradies oder einen Baum im Paradies. Oder, ja, und solche Sachen. Derjenige, der das und das dreimal sagt, das und das siebenmal sagt oder zehnmal sagt. Es gibt so bestimmte Zahlen, die der Prophet Muhammad s.a.w. genannt hat. Ja? Und diese Zahlen sind zum Beispiel 1, 3, 4, 7, 10 und 100 und 70. Ja? Diese Zahlen 100% sind in ganz vielen authentischen Hadithen überliefert. Ja? Wo der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wer das und das sagt, so und so viel Mal, er bekommt das und das als Belohnung. Okay? Dann machen wir das auch so. Dann machen wir diese Sache, wo er gesagt hat, sag das dreimal. Wie zum Beispiel, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Oder zum Beispiel, ja, die Sachen, die man sagt, morgens und abends bei den Adhkar, gibt es ja viele, die man sagt. Ja? Wo er dann ganz explizit gesagt hat, sag diese Sache einmal. Oder dreimal. Oder viermal. Oder siebenmal. Oder zehnmal. Oder hundertmal. Okay? Wo er ganz genau eine Zahl genannt hat. Und dann gibt es einfach offen, ohne eine bestimmte Zahl. Du kannst einfach so viel Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah oder La ilaha illallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, so oft wiederholen, wie du willst. Du kannst selber sagen 10.000 Mal. Ja? Aber dann haben wir zum Beispiel bei den Sufis, bei den Sufis, zum Beispiel dann sagt dir irgendein Scheich von denen, ein Sufi-Scheich, er sagt dir, er sagt zu seinen Gefolgsleuten, sagt zum Beispiel 571 Mal, er sagt 571 Mal, er sagt zu dir, sag 571 Mal das und das. Oder er sagt dir, sagt 10.555 Mal Astaghfirullah oder La ilaha illallah am Tag. Dann sage ich ihm, hey, woher hast du diese Zahl? Ja, woher hast du diese Zahl? Diese Zahl, der Prophet Muhammad hat das nicht gemacht. Seine ganzen Schüler, Sahaba, haben das nicht gemacht. Ja, dann, woher hast du diese Zahl? Du hast sie einfach erfunden. Sie steht nicht im Koran, sie steht nicht in der Sunna. Ja, dieser Sheikh hat sie erfunden oder einer seiner Schüler hat sie erfunden. Okay? Allah hat das nicht als Gesetzgebung, hat das nicht. Die Religion ist ja komplett. In die Religion kann man nichts hinzufügen. Die Religion wurde komplett gemacht im Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Am Ende seines Lebens, eine der letzten Verse, die herabgekommen sind, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vollkommen gemacht. Komplett finito, fertig, aus, Mickey Mouse.
Da gibt es nichts mehr, da passt nichts mehr rein. Die ist bis zum Ende voll, die Religion ist komplett. Heute habe ich euch die Religion, Allah hat gesprochen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das war einer der allerletzten Verse im letzten Jahr, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Bei Hajjatul Wada, als er Hajj gemacht hat, im letzten Jahr, im 10. Jahr der Hijra, hat er diesen Vers herabgesandt. Heute habe ich euch eure Religion vollkommen gemacht. Fertig. Sie ist fertig. Da ist nichts mehr. Alles ist da drin. Genau alles, was Allah liebt und wohlgefällt. Bis aufs kleinste Detail. Sogar wie man auf Toilette geht. Subhanallah. Steht da drin. In der Religion. Ja, wie man sich wäscht. Wie man isst. Wie man trinkt. Wie man schläft. Wie man Beischlaf hat. Wie man mit seinem Ehepartner Verkehr hat. Alles steht da drin. Was man sagt. Was man nicht sagt. Was man macht. Was man nicht macht. Was gut ist. Was schlecht ist. Was. Subhanallah. Wie man mit Tieren umgeht. Bis auf kleinst, auf alles, aufs allerkleinste Detail ist er in der Religion. Da ist nichts mehr, was man hinzufügen kann. Und man darf nichts hinzufügen. Ja, so wie die großen Gelehrten, wie die großen Imame, Imam Malik, die vier großen Rechtsschulgelehrten. Ja, Imam Abu Hanifa, Imam Malik. Imam Malik sagte, derjenige, der in die Religion etwas hinzufügt, egal was es ist, eine Zahl, sagt das 27 Mal. Woher hast du diese Zahl erfunden? Imam Malik sagte, derjenige, der etwas in die Religion hinein oder hinzufügt, er bezichtigt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er die Religion, die Botschaft Allahs veruntreut hat. Weil er hat uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat uns sozusagen eine Sache nicht mitgeteilt, die Allah liebt und Allah uns als Religion gebracht hat. Okay, und deswegen, nein, nicht alles, was Sufis machen, ist Lüge oder falsch. Auf keinen Fall. Weil die Sufis machen ja auch richtige und gute Taten. Aber ganz ehrlich, liebe Geschwister und auch du, Bruder, es gibt Sufis und Sufis. Und es gibt Sufis, die machen richtig. Es gibt Sufis, die machen Schirk. Die machen Schirk. Manche von ihnen machen kleinen Schirk. Und manche von ihnen machen großen Schirk. Großen Schirk, Götzendienerei. Und sie sind raus aus dem Islam. Ja, es gibt manche von ihnen, sie zum Beispiel, sie machen Tawaf. Ja, sie machen Tawaf um ein Grab. Zum Beispiel, da ist ein Toter vergraben, ein Scheich, ihr Scheich. Manchmal ist der Sufi-Scheich ist lebendig, zu dem sie hingehen und ihm seine Hände küssen und Füße küssen oder was auch immer. Und ihm, mit ihm ja eine bestimmte Sachen machen, etc. Und es gibt ja manche von den Sufi-Shuyuch, Scheich, die gestorben sind, die begraben sind. Und sie haben dann, ja, so, wie nennt man das auf Deutsch? Auf dem Grab haben sie dann so ein, wie nennt man das mal, diese, Subhanallah. Wie nennt man das im Deutschen nochmal? Auf jeden Fall haben sie gebaut auf den Gräbern. Ein Grabstein, ja, es gibt so ein anderes Wort dafür. Und dann gehen sie und machen Tawaf. Sie drehen 7 Runden. Diese 7 Runden, die wir machen, wenn wir nach Mekka gehen, liebe Geschwister. Ja, diese 7 Runden, die wir machen um die Kaaba, das ist eine Anbetung. Das ist wie beten. Ja, das ist wie beten, das ist eine Anbetung. Und zum Beispiel gibt es unter den Sufis Leute, die gehen und bei diesem toten Scheich, bei ihrem Scheich, der schon verstorben ist am Grab, sie bringen ein Opfer, sie bringen ein Schaf zum Beispiel und Mausoleum, genau das wollte ich sagen. Mausoleum. Und sie bringen ein Schaf und sie schlachten dort, sie bringen Opfer für ihren Scheich. Und Schlachten ist eine Ibadah, und zwar eine der größten Ibadats, eine der größten Anbetungen. Ja? Und sie machen diese Tat, also sie schlachten für ihren Scheich, sie bringen Opfer. Diese Sache ist eine Anbetung. Und eine Anbetung, die man macht für jemand anders außer Allahs, Allah ist Schirk. Ist genau der Schirk, den die Leute gemacht haben, in Mekka, als der Prophet Muhammad zu ihnen gegangen sind. Allah Azza wa Jalla, und Allah sagt das im Koran. Als der Prophet Muhammad zu Quraysh in Mekka gesagt hat, hey, warum betet ihr diese 360 Götzen an, neben Allah? Sie haben ja auch an Allah geglaubt. Die Leute in Mekka, die Araber, die Leute, die den Prophet Muhammad bekämpft haben, sein Leben lang bekämpft haben, die Quraysh, Qurayshiten, die Mekkaner, sie haben ja an Allah geglaubt. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du sie fragst, wer hat im Himmel und Erde erschaffen? Sie sagen Allah. Sie haben an Allah geglaubt. Sie haben auch Allah angebetet. Die haben ja auch Hajj gemacht. Als der Prophet Muhammad
noch nicht Prophet war. Sie haben ja Hajj gemacht. Man hat ja Hajj gemacht, diese Pilgerreise, die war bekannt bei den Arabern in der Jahiliyyah. Sie haben Hajj gemacht, sie haben Tawaf gemacht. Manche von ihnen haben auch nackt Tawaf gemacht, weil sie, ja, die Leute, die nicht, nee, bestimmt, es gab so Regeln, aber wie auch immer, sie haben Tawaf gemacht. Die haben Allah angebetet. Sie haben an Allah geglaubt. Wenn du sie fragst, wer sie versorgt, sie sagen Allah. Und wenn du sie fragst, wer Himmel und Erde erschaffen hat, sagen sie Allah. Sie haben wirklich an Allah geglaubt. Aber sie haben an Allah geglaubt und sie haben trotzdem diese Götzen angebetet. Diese Steine, 360 Götzen gab es in Mekka. Und sie haben sie angebetet. Und Allah sagt das im Koran. Wenn sie gefragt wurden, warum betet ihr denn diese an? Was haben sie gesagt? Was war ihre Antwort? Allah sagt im Koran: Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten sie nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Ja? Das heißt, ihre Absicht ist eigentlich, sie wollen eigentlich Allah nur nahe kommen, näher kommen. Das ist ihre Absicht ist eigentlich nicht von dem, in dem Sinne nicht schlecht, nicht verkehrt. Sie wollen Allah nahe kommen. Wollen wir ja auch. Ja, wir wollen Allah nahe kommen, damit er mit uns zufrieden ist, damit wir ins Paradies kommen, damit wir bewahrt werden vor der Hölle. Sie wollen Allah nahe kommen. Aber ihre Tat, die sie machen, ist falsch. Ihre Tat, die sie machen, sie bringt die Allah nicht näher, sondern sie entfernt sie von Allah. Sie bringt den Zorn Allahs auf sich, auf sie, ja, weil sie machen eine Tat, die ganz, ganz schlimm ist. Sie machen genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Das steht im Koran. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten sie aus keinem anderen Grund an, außer dass sie uns Allah näher bringen. Warum? Weil sie als Mittelmänner genommen haben. Diese Götzen sind Mittelsmänner zwischen uns und Allah. Und im Sufismus, die Leute, die extrem sind im Sufismus, und das sind viele unter den Sufis, die so sind, die sagen, ja, der Scheich, wir beten ihn eigentlich nicht an, weil wir ihn anbeten wollen, ja, aber wir bringen ihm Opfer, wir machen Tawaf um sein Grab, weil er Allah ganz, ganz nah ist. Und wir beten ihn an, damit er uns Allah näher bringt. Weil wir können nicht direkt zu Allah. Nein, wer sagt das? Der Islam ist genau die Botschaft des Islams. Weißt du, die Botschaft des Islams ist ja genau deswegen gekommen, dass wir keine Mittelsmänner, wir brauchen keine Götzen, wir brauchen keinen Scheich. Ich brauche nur Allah Azzawajal. Allah ist mein Schöpfer und ich bete ihn an. Und das war die Botschaft von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azzawajal sagt im Koran in Surat Al-Baqarah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah sagt im Koran in diesem Vers, Allah sagt in diesem Vers: Und wenn dich mein, o Muhammad, wenn dich mein Diener nach mir fragt, Allah sagt, wenn dich mein Diener nach mir fragt, so bin ich da. In allen anderen Versen, wo Allah Azza wa Jal sagt, und wenn sie dich fragen, o Muhammad, wenn sie dich fragen, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ. So viele Verse im Koran, wo Allah sagt, und sie fragen dich nach der Seele. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und sie fragen dich nach der Seele, o Muhammad, sag ihnen. Allah sagt danach immer, sag ihnen, o Muhammad, sag ihnen, die Seele ist eine Angelegenheit Allahs und ihr habt wahrlich vom Wissen nur ganz wenig bekommen. Und sie fragen dich nach den Waisenkindern. Sag, Islah zu machen für sie ist gut, ist besser. Und sie fragen dich nach Al-Mahid. Und sie fragen dich nach der Menstruation. Und sie fragen dich nach. Und danach sagt immer Allah, sag ihnen, sag ihnen, sag ihnen, o Muhammad. Aber in diesem Vers, wo Allah Azza wa Jalla sagt, und wenn dich mein Diener nach mir fragt, nach Allah fragt, dann hat er ihm nicht gesagt. Das ist der einzige Vers, wo er ihm nicht gesagt hat, sag ihnen. Warum? Nicht mal Muhammad ist da, nur Allah. Wenn du nach Allah fragst, wenn du die Beziehung zu Allah suchst, dann direkt, fa'inni qarib, sagt Allah Azza wa Jalla sagt, so bin ich ihnen nah, so bin ich da. Allah ist direkt da. Du betest Allah direkt an. Du betest Allah, also du machst Wudu, du betest zu Allah direkt. Ich brauche keinen Scheich, ich brauche keinen
keinen Mittelsmann, ich brauche keinen Stein, ich brauche keinen Götzen, ich brauche kein Kreuz, ich brauche kein Holz, ich brauche keine Kirche, ich brauche gar nichts und niemanden. Wenn ich Allah anbeten will, ich mache so und bete ihn an, ja Allah, vergebe mir, ja Allah, leite mich recht, oh Allah, ich bin ein schwacher Diener, ich bin ein Sünder, oh Allah, vergebe mir, oh Allah, gebe mir. Warum? Weil Allah ist doch da, warum brauche ich jemand anderes? Ich brauche niemanden. Ja, ich bin schwach, ich brauche Geld, ich brauche Gesundheit, oh Allah, gebe mir Heilung. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, nach Mekka geht, sieht man das auch oft. Leute gehen zum Grab vom Propheten Muhammad sallam und sagen, oh Gesandter Allahs, vergebe mir. Allah, der Allahs Gesandter kann ihn nicht vergeben, er ist gestorben und die Vergebung ist von Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ist derjenige, der die Sünden vergibt. Ja, und und deswegen ist es wichtig, dass wir diese nein, liebe Schwester, inshallah, guck mal, wenn jemand denn nach der Wahrheit fragt, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber zum Beispiel, was die Schiiten angeht, liebe Geschwister, ja, was die Schiiten angeht, so ist unter ihnen, gibt es unter ihnen Gruppierungen, die raus sind aus dem Islam, weil sie Al-Hussein anbeten, weil sie Al-Hussein und Fatima, radiallahu anhum, wir lieben sie. Ahlul Bayt, wir lieben sie extrem viel. Wir respektieren sie. Wir schauen zu ihnen hoch, bis zum geht nicht mehr. Das sind unsere Idole, unsere Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, Khadija. Ja? Die ganze Sippe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir lieben sie und wir nehmen sie als Vorbilder. Wir lieben sie genau wie wir auch die anderen Familienangehörigen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben und alle Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben und seine Gefährten lieben, weil Allah sie liebt und Allah sie gelobt hat im Koran. Ja, wir lieben Ali radiallahu anhu. Ich habe einen Vortrag gehalten über Ali mindestens schon zweimal in meinem Leben, mindestens. Ja, warum? Weil das ein unser Idol ist, unser Vorbild. Ja, ist ein Subhanallah. Aber wir beten nicht Ali an, wir beten nicht Fatima an, wir beten nicht Al-Hassan al-Hussein an, wir beten Khadija nicht an. Ich liebe Khadija ohne Ende, radiallahu anha, wirklich ohne Ende. Ja, und ich liebe diesen Namen nicht mehr als, es gibt keinen anderen Namen, den ich mehr liebe von Frauennamen als Khadija. Wegen Khadija, ich liebe ihn nicht einfach nur so. Ich liebe Khadija, den Namen Khadija, am allermeisten wegen Khadija radiallahu anha, wegen der Mutter der Gläubigen, unsere Mutter, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, aber wir beten sie nicht an. Wir beten nur Allah subhanahu wa ta'ala an, einzig und alleine. Und wenn wir jemand anders anbeten außer Allah, selbst wenn es der Prophet wäre, so wären wir irre gegangen und wären wir im Schirk gefallen und Ewigkeit in der Hölle. Weil der Islam ist gekommen, dass wir Allah einzig und alleine anbeten. Ja, respektieren, als Vorbild nehmen ist eine Sache, aber anbeten, und das gibt es ja sehr viel, ja? Ja, und das ist die Wahrheit, wir dürfen nur Allah also einzig und alleine anbeten, und Ahlul Bayt, Sahaba radiallahu anhum, Propheten, wir nehmen sie als Vorbilder, aber bei den Sufis und bei den Schia gibt es Gruppierungen und Extreme unter ihnen, die ganz, ganz klar auch Ali, Al-Hussein, Al-Hassan, Fatima, Khadija radiallahu anhum, ajma'in. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Es gibt von ihnen Gruppierungen und Extreme, die sie anbeten und anflehen und Dua machen. Sie sagen, oh Fatima, ja Hussein, gib mir, ja Hassan, gib mir. Hassan und Hussein kann dir gar nichts geben. Muhammad sallam kann dir gar nichts geben. Allah azza wa jalla ist derjenige, der gibt. Allah ist der Versorger. Allah ist derjenige, der alles verwaltet. Allah ist der Einzige und der Ewige. Und alle anderen sterben und alle anderen sind sterblich. Und alle anderen sterben. Innaka mayyit wa innakum mayyitun. Wa innahum mayyitun. Oh Muhammad, du wirst sterben und sie werden sterben. Alle werden sterben. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir ein richtiges Verständnis haben in dieser Hinsicht. Und deswegen sage ich, ja, ganz, ganz klar. Und ich bin nicht auf der Suche nach Followern. Deswegen sage ich ganz, ganz klar die Wahrheit. Das und meine Meinung, was die Wahrheit ist, diesbezogen, unter den Schiiten, unter den Sufis, viele von ihnen haben Schirk, großen Schirk begangen und sind raus aus dem Islam. Und andere machen große Sünde, indem sie große Erneuerungen in die Religion bringen. Ja, große Sünden machen. Aber wenn sie nicht extrem sind, sogar sodass sie
Schirk machen in ihren Anbetungen, wenn jemand zum Beispiel um ein Grab Tawaf macht, diese Runden dreht, Ibadah macht, er ist raus aus dem Islam, er hat Schirk begangen. Wenn jemand schlachtet für jemand anders außer Allah, ist egal wer das ist, kannst sogar auch für Mohammed ein Schaf schlachten oder ein, egal was du schlachtest, ein Opfer bringen. Wenn du ein Schaf schlachten würdest für Mohammed, der besser ist als Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und Khadija und Al-Hassan und Hussein, du schlachtest ein Schaf für Mohammed, du bist raus aus dem Islam. Weil du hast eine Ibadah gemacht für jemand anders außer Allah. Und das ist genau das ist Schirk. Ibadah zu machen. Was ist die Definition von Schirk? Was ist die Definition von Tawhid, von Islam, von La ilaha illallah? Das frage ich mich, das frage ich euch, liebe Geschwister. Ja, was ist die Definition von Tawhid? Tawhid ist, dass du alles, Ibadah, alle Anbetungen, jeglicher Hinsicht, in jeglicher Hinsicht, alle Formen von Anbetung für niemanden anderes machst, außer für Allah. Und das Gegenteil davon ist Schirk, Unglaube zu machen. Und dann weiß ich nicht, wo was, in welcher Sufi und was für ein Wissen du hast. Ja? Aber es ist ganz, ganz, ganz klar, Subhanallah, und das sieht man überall. Also ganz, ich glaube, du kannst dir sogar überall in YouTube-Videos davon anschauen, wie Leute Tawaf machen um Gräber, wie sie schlachten an Gräbern. Also ich bin ehrlich gesagt auf der Welt extrem viel. Ich reise sehr, sehr viel und ich war überall auf der Erde und ich habe sehr, sehr vieles gesehen und ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Und ich habe viele in vielen Büchern und Vorträgen gehört und gelesen und ich weiß ganz genau, dass das gemacht wird und praktiziert wird. Ja, dass Tawaf gemacht wird, dass geschlachtet wird, für die, dass Dua gemacht wird von Hassan und Hussein, ja, und so weiter und so fort. Viele verschiedene Arten von Ibadah. Viele verschiedene Arten von Ibadah, die gemacht werden. Aber ich sage ganz klar, nicht alle Sufis machen das und nicht alle Schiiten machen das. Warum? Weil unter ihnen gibt es die Light-Version, gibt es viele verschiedene Gruppierungen und viele verschiedene Namen auch. Ja? Bei den Schia, manche heißen so, manche heißen, ja, die manche nennen sich auch bestimmte, mit bestimmten Namen und in bestimmten Ländern heißen sie auch dann anders und beten oder machen bestimmte andere Handlungen als die anderen Schiiten. Und manche von ihnen sind der Sunna nah, weil sie zum Beispiel nur der Wahrheit nah. Warum? Weil sie dann zum Beispiel nur kritisieren, dass Ali nicht der erste Kalif war. Ja, aber sie praktizieren trotzdem den Rest des Islams im Großen und Ganzen ja richtig. Deswegen sind sie am nächsten zum Islam und sind auf jeden Fall Muslime. Aber es gibt unter den Schiiten ganz, ganz klar, es gibt unter den Schiiten Gruppierungen, die sagen, der Koran ist verfälscht. Sie glauben manchmal an den Koran. Wie kann ein Mensch, der nicht an den Koran glaubt, Muslim sein? Eine Bedingung, Muslim zu sein, ist, dass du an die sechs Säulen des Imans glaubst. Dass du an den Koran glaubst. Wenn du keinen Koran glaubst, wenn du an den Koran nicht glaubst, wie kannst du Muslim sein, Subhanallah? Was ist das überhaupt für ein Buch? Ja? Und das gibt es halt nun mal. Ja, und ich habe schon mit Schiiten gesprochen, die sagen, ich glaube nicht an den Koran, der Koran ist verfälscht. Wallahi, ich habe mit ihnen gesprochen, persönlich, und die haben mir so gesagt, ich glaube nicht an den Koran, der Koran ist verfälscht und er wurde verfälscht oder vieles von ihm ist verfälscht und manche von ihnen sagen, alles, ist, was darin ist, verfälscht. Und sogar im Buch von Khomeini steht, dass der Koran verfälscht wurde. Ja, deswegen, ich sage, es gibt unter den Schiiten Gruppen und Gruppen. Ja. Und unter den Sufis gibt es auch Gruppen und Gruppen. Das Mindeste, was Sufis machen, sie haben auf jeden Fall Sünden, die sie begehen, indem sie bestimmte Teile der Religion falsch praktizieren. Erneuerungen, einfach Bid'a. Sie machen irgendwelche Sachen, die nicht Koran und Sunna konform sind. Die nicht. Die nicht konform sind mit Koran und Sunna. Ja, und das gibt es halt nun mal einfach. Und deswegen, liebe Geschwister, ist das das, was ich zu sagen hatte. Und ansonsten können wir über diese Themen kommen wir wieder, inshallah, kommen wir, inshallah, lieber zum Schluss. Ja.
Rede mal über die Schwestern in den Camps, du Heuchler. Okay, inshallah. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Kein Problem, inshallah, kein Problem. Doch, ich wollte beten gehen. Ich wollte beten gehen, inshallah, und ich werde jetzt beten gehen. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ala kulli hal, unsere Schwestern, die in den Camps sind, und unsere Geschwister, die in irgendwelchen Gefängnissen sind, egal wo auf der Welt, unsere Gelehrten hier und dort auf der Welt, die in den Gefängnissen sind, möge Allah sie befreien. Möge Allah mit ihnen sein. Egal welche Gruppe sie angehören, egal ob sie, egal was sie tun, wenn es unsere Geschwister sind. Oder wenn es Menschen sind, die unterdrückt werden, möge Allah sie befreien, möge Allah ihnen beistehen, möge Allah ihnen Geduld schenken. Das sage ich dazu. Und ich sage das nicht, weil du mir gesagt hast, ich soll über Schwestern reden. Aber wenn wir über dieses Thema reden, oder wenn man über dieses Thema spricht, dann sagen wir das ganz, ganz klar, dass wir mit unseren Geschwistern überall auf der Welt, egal wo auf der Welt, in Syrien, in Palästina, in Burma, in Afrika, die Uiguren, egal wo, in China, egal wo auf dieser Welt, unsere Geschwister sind immer in unseren Herzen und immer in unseren Dua und müssen immer in unseren Dua sein. In jedem Gebet versuchen wir Dua zu machen. Das Mindeste, was wir machen, ist, dass wir Bittgebete machen. Dass wir Bittgebete machen, dass Allah ihnen beisteht und ihnen Geduld schenkt und ihnen einen Ausweg macht aus dieser Prüfung, in der sie sind, und dass Allah sie standhaft macht und dass Allah sie beschützt und Allah ihnen Belohnung gibt mit dem Paradies. Egal, manche von ihnen haben, egal was sie gemacht haben, es gibt ja hier und dort, ich kenne nicht alle Geschwister überall auf der Welt, und manche Geschwister haben vielleicht Fehler gemacht oder einen Fehler gemacht oder irgendwas oder wie auch immer, egal wer es ist, egal wer, möge Allah uns allen Muslimen, wir sind Fehler, wir machen alle Fehler und alle Sünden, möge Allah also uns alle recht leiten, uns allen vergeben und unseren Geschwistern beistehen überall auf der Welt und sie zum Siege verhelfen und uns recht leiten, dass wir inshallah den Islam verteidigen und den Islam verbreiten und zu La ilaha illallah rufen. Als letztes, inshallah, sage ich meinen Geschwistern hier, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan für das gute Zuhören und Hafidakumullah. Und ist kein Problem, Bruder, du kannst mich beleidigen, nicht beleidigen. Ehrlich gesagt, khair, inshallah. Ich sage dir nur, möge Allah dich recht leiten und möge Allah dir vergeben. Und dem Bruder, ich denke, hoffe inshallah, dass es ein Bruder ist. Ich kenne ihn nicht, ich habe jetzt auch nicht die ganzen Kommentare gelesen. Diesem Ali Tahiri. Möge Allah dich recht leiten. Möge Allah dir die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen. Dir die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen. Und die Falschheit und uns allen. Und uns allen. Möge Allah uns allen die Wahrheit als Wahrheit erkennen lassen. Und uns Licht geben in unseren Herzen, dass wir die Wahrheit erkennen. Und dass wir uns entfernen von der Unwahrheit und von den falschen Wegen und von der Erneuerung und von allem, was falsch ist. Möge Allah also unsere Sünden vergeben und uns Rechtleitung schenken. Möge Allah uns das richtige Wissen geben. Und Amin, Barakallahu fikum. Möge Allah euch lieben, euch vergeben. Alles Gute, meine lieben Geschwister. Und ich versuche inshallah nächstes Wochenende wieder live zu kommen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين